Threadless.io. Und dann hängt so. So, hallo erstmal und herzlich willkommen. Ja, ein paar Sekunden laufen hier schon. Es war die ersten 46. Ja, wie bei seinem Livestream manchmal vorkommt, drei Sekunden bevor du auf Sendung gehst, kommt noch irgendein Problem. Bei mir heute Robin Neupert. Wunderschönen Nachmittag heute hier gegen Imshofen. Ja, Robin, du bist heute nicht dabei. Erklär schön, warum. War schon letzte Woche schon nicht. Ja, ich habe mir am ersten Spieltag die Bänder gerissen. Leider unglücklich auf dem Video von euch, hat man es gut gesehen. Habe jetzt 3 Wochen Pause gemacht. Am Montag fange ich dann wieder an zu laufen. Genau. Was nach so einem Bänderriss brauchst du wirklich nur in Anführungsstrich 3 Wochen und dann kann man schon wieder ins Training, sagen wir mal. Ja, ich habe eine Schiene bekommen. Muss natürlich ein bisschen den Fuß hochlegen, ein bisschen Ruhe machen. Ja, und mit dementsprechend guter Behandlung sieht es nach 3 Wochen auch wieder ganz gut aus dann. Und sollte dann auch passen für Montag. Ja. Alles klar, dann schauen wir mal auf die Aufstellung. Erst einmal von TSV Imshofen. Trainer Julian Metzger hat folgende Mannschaft. Im Tor Jonas Wies mit der 29. Dann haben wir Daniel Schmelzle, Maximilian Egner, Matthias Hahn, Nico Rodewald, Niklas Wackler, Jonas Lausenmeier, Benjamin Kurz, Lukas Lindner, Dominik Rummler und Matthias Stüber. Das ist die erste Elf. Bei der Neckarsheimer Sportunion im Tor natürlich Marcel Susser, dann mit der 6 Marius Klotz, Claudio Bellanave, Maximilian Gebert, Philipp Seibold, Mario Müller, David Gottewatsch, Marco Romano, Steven Neupert, Mario Kanka und Noah Schorn. Das ist die Elf, die Marcel Busch jetzt erstmal raussucht haben. Wir schauen mal an. Erste Eckball für die Neckarsulmer Sportunion. Wer tritt denn, du siehst? Maxi Gebert. Ja. Maximilian Gebert, viel Bewegung im 5-Meter-Raum. Kommt hoch hinten auf David Gottowatz. Bisschen zu weit. Aber wohl gerade sagen, der geht vorbei und faul auf jeden Fall. Oh, der Linienrichter zeigt da gar nichts an. Sehen wir uns gleich nochmal in der Zeitlupe an. Das ist ja unglaublich. Fängt ja gleich mal richtig gut an. Die Schiedsrichterin aus Mannheim, Sonja Reißler. Reißler. Heißt sie. Ja, die erste strittige Situation nach 2 Minuten. Was hast du gesagt? Klares Foul an David Gottowatz, oder? Ja, im ersten Moment hat es schon so ausgesehen. Ich weiß nicht, ob es innerhalb war. Ja, wenn man vielleicht die Zeitlupe nochmal sieht. Weiß ich nicht. Vielleicht auch zu wenig. Irgendwas sehe ich hier bei meinem Regisseur. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Ich weiß nicht, warum. Aber wir gehen auf jeden Fall schauen uns das Spiel weiter an. Ja, was erwartet uns heute, Robin? Ja. Jetzt eigentlich relativ gut in die Saison gestartet. Lassen wir das Bruchsal-Spiel mal weg. Da war es noch ein bisschen frisch. Aber danach eigentlich 1-1 Nötting. Auswärts, nee, dann hier gegen Reutling, dieses fantastische 3-1. in Sandhausen 3 Punkte mitgenommen. Wie viel Schwung gibt es? Wie sieht es aus? Was denkst du, was reißen die heute? Ja, also ich glaube, wir wissen, was wir können. Wir sind schlecht gestartet mit dem Spiel gegen Bruchsal, haben uns dann aber wirklich gut gefangen. Gegen Nöttingen wirklich kämpferische Leistung, Willensstärke gezeigt, auch verdient dann einen Punkt mitgenommen. Die letzten 2 Spiele sind natürlich überragend auch gelaufen mit den 2 Siegen. Heute ist ein schwieriges Spiel, weil Imshofen sehr unangenehm ist. Die haben im Umschaltspiel ihre Stärken. Man sieht hier gerade auch im Spielaufbau ein bisschen Probleme. Ja. Ja, die ersten 5 Minuten jetzt, 4 Minuten, laufen für uns eigentlich ganz gut. Ganz angenehm, ja. Haben viel Ballbesitz, sind auch schon mit einer Ecke im 16er gewesen. Also wir müssen aufpassen, dass wir den Benny Kurz vorne nicht ins Spiel kommen oder nicht ins Laufen kommen lassen. Auf die langen Bälle von Imshofen müssen wir aufpassen.
Ja, und ansonsten. Ja, wir haben kurz ein Eintor von ihm habe ich gesehen, das war das gegen Pforzheim und das war sowas von kurios. Der haut er gegen den Pfosten, der Ball springt zurück und hat so viel Drall, dass er von 20 Zentimeter sich ins Tor dreht. Da sah Torwart und Abwehrspieler ungläubig daneben und gedacht, unglaublich, war ein geiles Ding. Ja. Aber natürlich auch riesig Glück dabei. Ja, natürlich. Wir müssen halt heute gucken, wir haben noch eine Rechnung offen gegen Ilzhofen. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, hier zu Hause 3-0 verloren. Oh. Ja, ja. Sollte heute auch anders laufen. Ich glaube auch, dass die Jungs gut eingestellt sind. Der Buschi hat uns gut eingestellt. Und von daher bin ich da echt positiv. Ein bisschen auffällig bei Ilzhofen war bisher, dass sie so Mitte, Ende der zweiten Halbzeit ein bisschen einbrechen. Also ich glaube auch die letzten gegen Villingen haben sie, glaube ich, kurz vor Schluss in der 83. oder so das Gegentor bekommen. Haben 2-1 verloren, gegen Pforzheim auch schon 90 und 90 plus 4. und auch in den Spielen, die dann dazwischen irgendwie waren, gegen Ende geht dann so ein bisschen die Luft aus. Ja, bei uns war es bisher immer gut. Wir haben gegen Reutlingen gezeigt, dass wir fit sind. Auch mit 10 Mann, 70 Minuten. Richtig gut gespielt, auch richtig gut verteidigt und Oh, super Ball. Der war richtig fast auf durch. Gut. Ja, mach ihn. Und Ja! Steven, klasse Ball. Gebert, herrlich bedient worden. Dann kleiner Abwehrfehler, muss man sagen. Ja. Ja, hätte er vielleicht weghauen sollen, das Ding. Aber dann Maximilian Gebert schiebt ein zur 1-0-Führung. Sehen wir hier nochmal. Hier den Zweikampf, ganz, ganz wichtig. Setzt sich Maximilian Gebert durch und dann auch Spitzenwinkel. Oh, ja. Ins kurze Eck noch schön am Tor vorbei. Ich glaube, war das kurze. Wir sehen es bestimmt gleich nochmal. Der Zweikampf war wichtig, setzt sich herrlich durch. Ich glaube, an der linken Hand vorbei, glaube ich, ins lange. Ja. Auf jeden Fall überragender Ball von Steven. Fantastisch. Eigentlich genau das, was Ilzhofen gerne machen will. Schnelles nach Tor. Nach Balleroberung, ja. Schnell nach vorne, Steven, überragender Diagonalball. Maxi ist bekannt für seine Läufe in die Tiefe. Macht er dann gut, setzt sich gut durch. Bisschen Glück gehabt. Platz ein bisschen stumpf, aber ja. Da sehen wir es gerade. Neue Anzeige auch noch dabei. Die Ecken 1-0 steht es da für Neckarsulm. Passt zum Spielstand. Eine Ecke, ein Tor. Ja. Ja, also jetzt sind wir schon mal beruhigt. Und wie gesagt, das Spiel läuft gerade mal 7 Minuten jetzt. Schauen wir mal, was der TSV Ilzhofen da dagegen halten kann. Ja, wie gesagt, bis jetzt alle, ja. Ja. War das immer ihr Ding, mit 1 in Führung gehen und dann gucken, dass man es durchmauert. Zumindest gegen Pforzheim haben sie dann versucht, das Ding durchzumauern. Ja. Hat nicht geklappt mit 2 Toren, die fand ich auch so unglaublich mit der Hacke in der 92. zum Ausgleich. Also war auch was. Über rechts gut geklärt hier erstmal fast. Direkt in die Arme von Marcel Susser. Den sehen wir bestimmt auch gleich nochmal. Oder nicht? Mal gucken. Ja, wir sehen so, am Anfang hatten wir echt ein paar kleine Probleme hier und da siehst du dann hier unseren Regisseur auch jetzt noch ein bisschen kämpfen. Eigentlich nicht kämpfen, aber der, wenn am Anfang was nicht klappt, dann macht er das nicht unnervöser. So, jetzt wieder schön macht hier. Ganz einfach eigentlich irgendwo. Gut, der war dann zu einfach. Ja, es war wieder, sieht man Philipp wieder, wie auch gegen Reutlingen seine Läufe. Das ist Wahnsinn, wenn der ins Tempo kommt. Den kannst du eigentlich nicht halten, nur durch Foul. Ja, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, so der Ilzhofen ist schon fast stehen geblieben. Ja. Ja. Aber gegen oder Philipp, sah das nur so aus? Das sieht nur so aus. Gegen Philipp, da macht es wenig Hoffnung. Wenn du nicht vorher schon bei der Ballannahme kriegst, dann ist es echt schwer. Ich merke es im Training. Hinterher. Wahnsinn, ja. Ja, zum Tor nochmal. Für den Maxi freut es mich. Hat jetzt lange gewartet auf sein Tor, hat gut gearbeitet. Weiter geht's. Schade, Torwart gut reagiert, kam raus. Ja, muss ja einer machen. Wie gesagt, Pascal Pander bisher 4 Treffer in der Liga. Heute bisher auf der Bank. Und zwar nicht, weil er verletzt ist, sondern er hat die ganze Woche gearbeitet. Genau. Konnte nicht am Training teilnehmen. Ja. Sitzt aber auf der Bank und ich denke mal, wenn es hier ganz eng wird, dann werden wir den in der 60. irgendwann mal sehen. Und ich glaube, der kann gegen Müde Ilzhofen noch richtig was bewegen. Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube auch so ein bisschen der Plan dahinter.
falls verrutscht. Genau, auch mit dem Wissen, dass Ilshofen gegen Ende immer so ein bisschen müde wird. Ja. Dass wir da nochmal mit Tempo nachlegen jetzt können. Mario Müller. Guter Ball. Ja. Kommt. Strafraumbesetzung noch ein bisschen wenig, aber. Oh, schade! Das wäre Ding gewesen. Ich glaube, abseits. Ja. Ach, das wisch mir egal. Claudio Bellanave lag auf jeden Fall herrlich in der Luft. Sehen wir hier gleich nochmal. Ja, schade. Ja, aber fängt richtig gut an. Wie gesagt, wir haben jetzt 10 Minuten gespielt. Wir haben ein Tor. Wir hatten 2, 3 wirklich gute Möglichkeiten. Hätte hier unsere Sonja Ressler da vielleicht noch das eine oder andere gepfiffen, was meiner. Nee, das Foul war meiner Meinung nach schon außerhalb. Hätte ich jetzt gesagt, also oft. Ja. Ja, ist schwierig. Also muss man vielleicht wirklich nochmal. Aber ist natürlich auch immer so ein Ding, willst du in der ersten Minute gleich einen Elfer pfeifen? Ja, eben. Weißt? Eben. Obwohl ich da immer sage, du, ist doch vollkommen wurscht. Ein Elfer pfeife, wenn es ein Elfer war. Ob der in der 98. Oder nach 10 Sekunden ist, weißt du? Ja. So, schauen wir mal, haben wir irgendwas von anderen Plätzen? Bisher glaube ich noch nicht. Da haben wir zum Beispiel 4 Spiele, beide Mannschaften. Neckarsulm 7 Punkte, Ilshofen bisher 3. Neckarsulm auf Platz 6, Ilshofen 15, 6:6 Gegentore, 6:6 Tore beide. Aber bei den Gegentoren 4:8 für Neckarsulm. Und wir sehen den ersten Eckstoß für Ilshofen. Macht dann nebenher noch ein bisschen Statistik so, wenn ihr dran denkt, das ist schon mal gar nicht so. Könnte gefährlich werden. Daniel Schmelzle kennen wir ja noch aus Neckarsulm von vor 2 Jahren, hat einen guten linken Fuß. Ja, ja. Was da ist der Ausgleich. Lukas Lindner für die TSV Ilshofen. Stand ganz alleine, du sagst gerade noch, jetzt wird es gefährlich eigentlich bei Ecken. Ja, in den letzten Wochen haben wir die Ecken echt gut verteidigt. Schauen wir uns das nochmal an. Aber da außen, außerhalb vom Strafraum, jetzt läuft er langsam rein. Oh, David Gotovac sieht ein bisschen aus, als sei es sein Gegenspieler. Geht raus und dann Lukas Lindner mit dem Ausgleich in der 11. Minute. Ja, nicht ganz so prickelnd, aber müssen wir erstmal hinnehmen. Und ich schaue gerade mal, was auf den anderen Plätzen so los ist. Auf dem Tablet habe ich da keine Anzeige. Mal schauen, was da geht. Ja, bis jetzt noch nichts passiert auf anderen. Hier geht was 1:1. Göppingen Sandhausen 2, 0:0 nach 65 Minuten. Bissing gegen Lörrach 0:0, 12. Minute. Und Villingen gegen die Stuttgarter Kickers auch noch 0:0. Ein Spiel gestern schon, Bruchsal gegen Nötting, das waren 2:3. Und Pforzheim gegen Freiburger FC, die haben 14 Uhr angefangen, aber sieht man noch nichts. Backnang Oberachen abgesagt. Wahrscheinlich auch wieder so Corona-Ding. Ja, glaube ich auch. Also ja, das ist das Geile dran, weißt du, du hast eh schon 40 Spieltage mit spielfrei, also das Ganze verzieht sich eh schon. Dann hast du noch diese Corona-Dinger, jetzt in der Bezirksliga auch am Wochenende 2 Spiele nicht. Du verzerrst das Ganze noch mehr und mehr. Also irgendwann guckst du die Tabelle an, da hat einer irgendwie 3 Spiele, der andere 25. Ja, Oberachen hat 2 Spiele jetzt bei uns, glaube ich. Fällt es wieder aus. Die müssen, glaube ich, im Oktober durchgehend englische Wochen spielen. Die abgesagten Spiele wurden aber terminiert, ja. Sind wir ganz ehrlich, ist das schon ein bisschen Wettbewerbsverzerrung auch. Also ja, wenn du 2 Wochen jetzt in Quarantäne bist, ich glaube, die müssen bis zum 16. in Quarantäne. Auch noch voll, kein Training. Schwierig. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe, uns erwischt es nicht. Ja. Das könnte ich für alle schon erwischen, wenn gegen irgendein Spiel, wo der nächste Woche jemand festgestellt wird. Also ähnlich ging es ja jetzt, glaube ich, Bad Wimpfen oder war es Laufner. Einer von den 2 hat einen Fall und dadurch ist der nächste ausgefallen, der nächste Gegner dann auch noch. Ja, naja, klar. Und so geht es da weiter. Deswegen glaube ich, das wird eine ganz komische Runde werden. Und warum soll es da nicht auch vielleicht irgendeine Überraschung dabei geben? Wieso nicht? Also so, jetzt aufpassen hinten. Oh, Marcel, alles gut. Ja, bis jetzt noch keine gelben Karten. Ja, alles ruhig. Wenig Fouls auch, wenig Unterbrechungen. Ja. David hat mir es auch gefreut, dass der gegen Reutlingen wieder getroffen hat, reingekommen. Eigentlich durch die rote Karte ja im Endeffekt reingekommen und dann die Chance aber so geil genutzt. Ich kenne ja auch noch so aus der U19 von damals.
dann hierher kommen, hat sich gut durchgesetzt. Oh, 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 oh. Mach ihn. Komm, kurze Ecke. Ja! Ja! Mann. Überragend. Top. Nee, Claudio Bellanave Bella. Zum zweiten. Alter, hier geht ja richtig was. Viertelstunde. Wahnsinn. Spielen. Drei Tore. Also mehr Tore wie Ecken. Ja. Und auch den schauen wir uns gleich nochmal an. Hier gut den zweiten Spiel Ball bekommen. Ja. Seite verlagert. Ich glaube, Philipp wollte flanken oder vorne rumspielen, rutscht ein bisschen ab der Ball. Der hier ist hammer genau. Geiles Ding. Du, ja. Vielleicht hat er auch Sinn, der Torwart. Nee, glaube ich nicht. Ich muss ihn mal fragen. Ja, und dann Bella dann gut nachgegangen. Herrlich, auch wieder inne. Kurze Ecke, ja. Kurze Ecke. Krass. Super gemacht. Das war so in den letzten, gegen Sandhausen auch so ein bisschen unser Problem. Die ersten 15 Minuten haben wir richtig gut gespielt, haben unsere Chancen nicht reingemacht und jetzt machst du halt. Ja, das Tor ein bisschen unglücklich bekommen dann nach der Ecke gerade. Aber ich glaube, so können wir jetzt auch zufrieden sein mit 2-1. Ja, vor allem die Zuschauer können ja zufrieden sein. Wir begrüßen natürlich auch hier die Zuschauer vom TSV Ilzhofen, die heute leider nicht hierher kommen konnten. Wir sind froh, dass wir euch diesen Livestream anbieten können und freuen uns, dass ihr dabei seid. Und bis jetzt habt ihr ein super Spiel gesehen. Auch für Ilzhofen ist natürlich noch alles drin. Eine Viertelstunde gespielt, 2-1. Herrliches Spiel, tolles Wetter. Was willst du mehr? Am Samstagmittag. Ja, gut, so, Gott. David. Kommt doch vorher raus! Ja, jetzt pfeift's ihn. Ja. Naja. Okay. Mario Müller, ja, kenne ich auch noch aus Schluchterner Zeiten. Habe ich auch schon einige Mal gefilmt. Ja. Dann hieß es auf einmal, oh ja, es ist faul, jetzt habe ich die Fouls. Meine Statistik ist einfach schlecht. Wo ist der Massimo? Massimo ist da besser. Und dann auf einmal kam, der hat schon eine sehr gute Rolle gespielt bei Schluchter. Mhm. Aber wo dann kam, ja, Wechsel zu Neckarsulm, denke ich, oh echt. Ja, gut. Aber jetzt, was meinst du, hat sich so ganz gut Mario? Als Stammspieler. Also ich kenne ja einen Mario schon richtig lange durch den Steven auch. Steven ist ja mit Mario, glaube ich, beim FC schon immer zusammengespielt und beste Freunde schon Ewigkeiten. Und da habe ich von Mario auch immer viel, oder vom Steven viel über Mario mitbekommen. Mario ist halt ein Spieler, der, ja. Unauffällig. Er macht aber seinen effektiv, Job, er macht seinen Job überragend und manchmal ist es nicht entscheidend, wie schnell du bist oder wie technisch sauber du bist oder sonst irgendwas, sondern einfach, dass du im Kopf schnell bist. Und Mario ist einfach vom Kopf her einer der Spieler, den ich dem ich am meisten vertraue, weil der macht das, was er machen muss und das macht er halt überragend. Das ist wichtig. Und der weiß halt irgendwie vorher schon, was passiert. Und die letzten, ich glaube, das ist 3 Jahre bei uns. Die letzten 3 Jahre hat er sich nochmal richtig gut entwickelt, muss man echt sagen, stabiler Spieler vor der Abwehr. Aber seinen Laufstil hat er behalten, das finde ich gut, ich erkenne ihn immer noch sehr gut, hat eine komplett andere Bewegung wie andere, deswegen erkennst du ihn auch immer. Ja, aber solange alles gut geht, solange er keine Probleme mit dem Laufstil hat, ist auch alles in Ordnung. Nee, bei Schluchter war er ja auch ein Führungsspieler, auch ähnliche Position, hat eigentlich sehr unauffällig gespielt, aber viel regiert im Mittelfeld. Genau, Leute gestellt, richtig gestellt. Kleine, kurze Kommandos. Ja. Und das ist extrem wichtig. Hol ihn. Nee, freut mich immer, wenn einer von meiner Mannschaft da auch mal hochkommt. Ja. Letzte Woche hat es ja einer von mein Special-Spieler vom FC Union, Frank Teku. Mhm. Spielt zurzeit beim SV Heilbronn am Leinbach, Kreisliga A, durfte aber letzte Woche Gastspiel machen für Sonnenhof Groß Asbach und hat also getroffen gegen den VfR Mannheim zum 3-1, glaube ich, für 1-1 stand. Ja. Aber sie haben nicht genommen. Bleibt dem SV Heilbronn am Leinbach erhalten. Also da wird er aber Torschützenkönig, das wird er in der vierten Liga wahrscheinlich nicht gleich. Nee. Das ist unwahrscheinlich. Nee, deswegen freue ich mich immer, wenn einer von denen dann hier sich auch in der Oberliga oder so durchsetzt, wie jetzt Mario Müller. Ja. Und jetzt schauen wir, jetzt kommt die Ecke, hast du schon einen Kreuzball, müssen wir Kriegel machen. Strich. Und wieder aufpassen bei der Ecke. Ja, zweite Ecke für Ilzhofen. Die erste war ein Treffer, jetzt hoffen wir, dass beim zweiten Mal nicht zuhören. Ja, das... Na, komm raus. Wieder Kopfball, Abschluss war da. Ja, jetzt machen sie hier gerade Sonnenschirm auf. Fällt beim Kameramann natürlich gar nicht.
Ne, wir sind hier beim Datoni in der, wie nennt man das, Vereinsheim? Ja, eigentlich. Nennen wir es Vereinsheim. Ja, ist irgendwo Vereinsheim. Ja, irgendwo nur sehr zu gute, empfehlen, ja. Sehr gute Pizzeria, kann man nur empfehlen. So. Ja, manche kennen ihn auch vielleicht noch von Heilbronn. Richtig, früher, ja, ja. Richtig, Datoni in Heilbronn, Badstraße, damals noch die Stadion-Gaststätte, ganz, ganz früher vom VfR. Dann jahrelang FC Heilbronn, jetzt FC Union. So, letzten 5 Minuten ein bisschen ruhiger geworden zum Glück. Bis auf jetzt die Halbchance von Hilshofen. Das war ja kein Abschluss, das war, nee, war ja nichts Gefährliches. Ja, haben wir auch besser verteidigt als beim 1-1. Ja. Mitzuteilen, dass er sein Fahrzeug wegfahren soll. Ui. Oh, Rolf hat noch falsch geparkt. Naja, solange der Bus mal irgendwann weg ist, Leute, okay. Der sich da wirklich quer reingestellt hat, unglaublich. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört. Nee, frage ich mich auch, was. Der Nick hat da hinten geparkt und hat sich gedacht, unglaublich. Wahnsinn. Muss erst mal bringen, sowas. Ah, schade. Wenn du dann überlegst, dass der für 100 Personen zuständig ist, die nachher in dem Bus sitzen. Ja. Hätte ich, glaube ich, ein ungutes Gefühl, ja, auch. Ja. Ach gut, du so lange fahren kann und muss nicht parken können. Du kannst nicht alles können. Ansonsten empfehle ich wieder die Akademie-Fahrschule nochmal zum kleinen Fahrnachprüfung. Akademie-Fahrschule in Heilbronn, auch ein Sponsor der Neckarsümer Sportunion. Genau. Da kriegen wir was hin für den Fahrer. Das kriegt ja, der ganz mal günstig. Anrufen. Ja. So, jetzt kriegen wir wieder genug Ärger von Hilshofen. Ja, gehört dazu. Ich meine, ja. So, rumfrotzeln ein bisschen. Ja. Was macht er hier? Trägt die Nummer 10, immer eine der gefährlichsten Nummern. Ja, eigentlich soll ich. Sollte ich, Toni, ja? Und wie viel hast du? Ja. Lange? Drei Wochen jetzt. Am Montag geht's dann weiter. Montag kann ich laufen gehen. So. Ja, die Fans fragen natürlich nach bei Robin Neupert, wann kommst du wieder? Weil du bist ja auch nicht ganz unerheblich für das Spiel der Neckar, so immer so, muss man sagen. Also du rennst ja da auch nicht nur rum, dass du was zu tun hast, nee, unter der Woche. Nee. Innenverteidiger, soweit ich weiß. So. Ja, genau. Also, wobei ich sagen muss, momentan sieht man ja, werde ich nicht unbedingt gebraucht. Die letzten Spiele erfolgreich gewesen. Seitdem ich raus bin, läuft. Abseits, oh, ich hoffe doch mal. Nee. Oh, Marcel. Marcel bringt ein bisschen Spannung rein. Aber jetzt hier, Bellanave. Sich anstatt zu winken, gegen den Ball gehen. Mhm. Das ist immer das, was ich immer sage. Jetzt wird die ganze Sache vielleicht doch noch mal ein bisschen gefährlicher. Im Strafraum. Nee, jetzt sind zwei dran, da passiert nichts mehr. Eckball. Ja. Nächste Eckball für Hilshofen. Komm, ich mache auch mal wieder einen Strich, dass ich auch mal einen Strich gemacht habe. Check. Nee, muss man sagen, du wirst schon dabei. Es kommen nur Siege. Ja, Unschieden, Sieg. Ich kenne das vom Simon Werner in Schluchtern, die auch in der Landesliga. Komischerweise, immer wenn er nicht dabei war, haben sie gewonnen. Hier sehen wir die beiden Torjäger. Ja, Pascal Panda auf der einen Seite, Benjamin Kurz. Pascal Panda 22, Kurz 26. Beide 4 Spiele. Pascal Panda mit 3 Toren und Benjamin Kurz mit 2, 348 zu 335 Spielminuten. Da hat sich einer wieder viel Mühe gegeben. Wir schauen uns den Eckball an. Gut zu sein. Marcel. Komm, schlag ihn, 3 gegen 3. Und wie gesagt, ich denke, Pascal Panda werden wir so in der 60. Minute nochmal sehen. Ja, ich denke auch. Und also dann wird da auch nochmal ein bisschen, wird nicht einfacher für Hilshofen, wenn er da ist. Nee, auf keinen Fall. Nee, ich wollte noch sagen, bei Schluchtern war es auch so, immer wenn der Simon Werner nicht dabei war, haben sie komischerweise gewonnen. Dann war irgendwann war es dann der solchen Simon. Ja. Dabei hat er, wenn er da war, immer super Spiele gemacht. Ja, also wie gesagt, Pech. Es ist halt, das Fußball ist halt so, da gehören Verletzungen. Jetzt, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, Verletzungen gehören dazu. Ja. Das passiert und ich muss auch wirklich sagen, unsere Viererkette in den letzten 3 Wochen, dass die da wegverteidigen, auch speziell letzte Woche mit Klotzi und Marco innen und Philipp Gotto, das ist echt der Wahnsinn. Man redet immer viel über die Offensivspieler, über Spektakel und so, aber ja, wenn man mal sieht, was wir da in den letzten Wochen auch wegverteidigt haben, wie wir uns reinwerfen, dann muss man da auch mal ein Lob aussprechen. Als David reinkam, war er ja auch als Außenverteidiger.
Ja, genau. Ja? Ja. Ich kenne ihn ja eigentlich nur als eigentlich recht offensive Außenstürmer eigentlich fast. Ja, seit, ich glaube, der Gotto spielt seit 5 Jahren jetzt, also er spielt schon länger hier, aber seitdem ich hier bin, jetzt das 5. Jahr, hat er bisher immer rechter Verteidiger. Oh, ja. Gar nicht schlecht, der Ball. Ja. Schauen wir uns auch nochmal in der Zeitlupe an. Ja. Da ist nochmal darauf hingewiesen, dass Maskenpflicht ist. Wir sagen das nochmal. Also das hat er jetzt gerade zum 38. Mal durchgesagt. Also der Verband. Ja, muss er. Muss er. Da ist immer hier der President of the Red Devils neben uns, Jens Petzold. Ja, kann dieses Jahr mal ganz entspannt angehen. Die Devils haben für ein Jahr zurückgezogen. Ich glaube, das war auch, wenn ich sehe, was das hier für ein Hickhack ist mit dem ganzen Corona und das Zeug. Und das ist ja nicht wie im Fußball, dass man sich dreimal in der Woche trifft, weil da fliegen Leute von Mallorca her für einen Kampf und so weiter. Ja, ja, ja. Ich glaube, das wäre gar nicht möglich. Ich bin gespannt, ich fängt ja auch irgendwann mal an, was da passiert. Oh, wieder so, jetzt Ball. Aber jetzt Überzahl. Nächste Konter in der Mitte geht Noah Schon und gut verteidigt von sehr gut macht von Daniel Schmetzle. Auch den schauen wir uns mal gerne an. Das war richtig gefährlich hier. Ja, wieder super öffnender Ball. Ja. Und dann. Da kommt der Vierer da hinten. Na. Schade. Ja, nächste gute Möglichkeit. Ne? Aber so machen wir jetzt halt aus der Ecke. Nächste Ecke, wie machen wir wieder Ecke Strichle? Jetzt habe ich es aus, was man jetzt mal macht. Schauen wir mal, letzte Woche waren unsere Ecken richtig gut. Bellanave, Eckball. Gutes Ding. Ja, der wollte gerade sagen, schön Drall, das Ding. Aber gut verteidigt. Jetzt ja, kriegt er noch wieder Bellanave. Mario. Hat einen Hammerdrall in seinen Pässe und Dinger. Also beim Eckball, aber gerade wo der reinkommt, ist das als Verteidiger schwer, den auszurechnen. Bella war schon früher, also der hat einen brutalen rechten Fuß. Schon, ich kenne ihn ja auch schon, glaube ich, jetzt 15 Jahre oder so. Aha. Früher in Hoffenheim zusammengespielt. Wie alt bist du? 29. Aber schon ein bisschen älter. Ja, und Bella hat schon immer einen brutalen Fuß gehabt. Hat mir auch schon damals die ein oder andere Ecke auf den Kopf serviert. Ja. Foul. Ja. Auch das sehen wir. Ja, das ist schön. Wir haben einen Haufen Zeitlupen immer. Ja. Ja, ich glaube, wenig Fouls. Ne? Das ist, glaube ich, das dritte Foul erst. Ja. Muss man im Regisseur schwitzen, weil auf meinem PC ist das nicht so schön mit Replay und so. Bei mir kommt Highlights. Ja, das ist halt. Ich habe halt nur den B-PC. Na, jetzt wieder Bella. Ja. Freistoß. Wen haben wir in der Mitte? Ja. Marco Romano. Marco Romano! Ich sag doch Marco Romano. Wie kriegst du den drüber? Boah. Will ich sehen, wie machst du den drüber? Ne? Er ist halt doch Verteidiger. Oh. Muss man. Gegen Nötting hat er noch reingedrückt. Vor 3 Wochen. Achtung. Knapp. Eieiei. Alle verpassen. Und einen Kopf. Und einen Kopf vielleicht. Wer war Neikechtel oder sonst irgendwas. Aber wieder guter Ball. Ja. Guter Ball von Claudio. Dann vorne gut eingelaufen. Das waren jetzt wieder 2 gute Möglichkeiten. Letzte 3 Minuten. Also ich denke mal so, in den nächsten 10 müsste es ja eigentlich wieder klingeln. Wenn man das irgendwie so beipellt. Und von Ilzhofen. Ja, so Halbchancen, Volley. Wollte gerade sagen, so Halbdinger, wenn die wirklich mal geil triffst, hast du ein tolles Tor. Aber die triffst halt nur alle 20 Mal. Aha, mal ein bisschen zu tief gerade. Mal ihn hier an, Niklas Wackler, auf den schaue ich immer. Also immer, wenn sich einer traut, die 10 anzuziehen. Ja, ich finde 10 anzuziehen, da musst du was dagegen stellen, weißt du? Ja. Das ist so ein Trikot, das ist nicht einfach. So, jetzt über außen. Oh, der zieht aber gut vorbei. Gut. Sehr schön macht. Und wie gesagt, war gefährlich so, weil wo der vorbeizieht im Strafraum, hast du als Verteidiger nicht schwer, weil die einen Elfmeter riskieren. Genau. Muss ihn so halb laufen lassen, halb hindern, aber das hat er gut gemacht. Und der Rest hat geholfen, von der Achse war alles gut. Ich überlege gerade, wir haben, glaube ich, gar keine 10 vergeben bei uns. Bei uns hat gar keiner die 10. Traut sich keiner, die Last zu tragen.
Ja, findest du es nicht auch so ein bisschen so? Nee, das Zähne anziehen ist schon. Es ist schon ein bisschen, aber da sieht man, dass wir alle sehr bodenständig sind. Dass keiner von uns da. Mit so einem Vierer kann ich immer rumrennen. Das ist ja, das. Eben. Da ist die Fünf wieder gefährlicher. Wieso? Ja. Wegen dem Kaiser. Ja, der hat die eigentlich geprägt, so als Fünf ist eigentlich der Abwehrchef. Jetzt sehen, schön. Ja. Gutes Stellungsspiel, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. David, dann schöne Kerze. Oh, der kommt noch. Gut. Ja, clever. Nice. Clever. Schauen wir mal geschwind, hat sich irgendwas getan auf den anderen Plätzen. Göppingen gegen Sandhausen 0:1 in der 83. Minute. Bissingen, Lörrach, Brombach 0:0. Villingen, Stuttgarter Kickers auch noch 0:0. Kickers holpern ein bisschen rein, das Ding hier, oder? Kickers, ja. Kickers, ich habe das Spiel letzte Woche gegen Pforzheim so ein bisschen geguckt. Ja, eigentlich für die Veranlagung bzw. mit den Mitteln, die Kickers haben, sollte man eigentlich denken, dass die ein bisschen souveräner auftreten, aber Pforzheim hat es letzte Woche richtig gut gemacht. Unglücklich dann 2:0 verloren, glaube ich. Ja. Aber die hatten definitiv richtig gute Chancen, dann ein fragwürdiger Elfmeter für die Kickers. Jetzt zieht er selber ab! Oh, schade! Ja. Wieder dieser Lauf von Philipp, Wahnsinn. Ja. Vor allem, wieso geht da keiner ran? Jetzt guck mal in der Zeitlupe, die lassen den da einfach laufen. Ja, sie kommen wieder nicht hinterher. Läuft. Der andere bleibt stehen. Ja. Oh, warum zieht er denn nicht unter die Latte? Wäre das Ding ja schon 3-1, da hätte man immer schon was essen können. Weißt? Hätte dann auf dem linken gehabt, hätte dann reingemacht, glaube ich. Das ist der Linksfuß. Dann hätte man ihn schon zurückschalten können, hätte ich sagen können, Jungs. Ja, wobei, 3-1 ist auch gefährlich. Ne? Wir dürfen uns auf keinen Fall ausruhen. Ja. Ja, siehst du auch, Ilzhofen, wenn man die spielen lässt, die haben keine Idee, wenn man denen den Ball überlässt. Ja. Das ist nur lange Bälle. War aber bei euch auch mal eine Zeit lang. Also gerade gegen Bruchsal, das war wieder typisch wie letztes Jahr. Ja. Ihr müsst das Spiel machen, Feierabend. Dann war es schwierig. Ja. Wir hatten zwar viel Ballbesitz gegen Bruchsal, bis zum 16er sah es gut aus, aber nach vorne war dann, oder im letzten Drittel war es ein bisschen. Also 95% von dem Ballbesitz waren die Innenverteidiger, wo sich hinten zugeschoben. Quergeschoben, ja. Ja, wir haben jetzt mal wieder. Außen geht Bellanave. Dreh dich. Ja. Ah, und Gottewald von hinten auch nochmal schön. Schiebt hier nach. Und schade. Nächste gute Möglichkeit. Nächster Eckball für Negersulm. Und vor allem der nächste gute Angriff. Genau, also was mir auch gefällt, unsere Strafraumbesetzung. Ich glaube, wir waren mit 4 Leuten vorne. Sieht sehr gut aus. Konsequent nachgeschoben. Ja, David kommt da nochmal. Wo sind wir Ich gucke gerade auf den Bildschirm, denk mal, wir sind auf der anderen Seite. So, Bellanave, schauen wir mal, wo er den jetzt hinzirkelt. Wieder gut. Ja, komm einmal nach rechts, links, schade. Es war Maximilian Geber, der Torschütze, zum 1:0. Herr Maxi trifft, glaube ich, echt gerne gegen so einen Ex-Verein. Hat auch vor 2 Jahren schon gegen Ilzhofen getroffen. Merkt man auch im Training. So die letzte Woche war nochmal extra motiviert. Ex-Verein und dann, eben schon gesagt, freut mich dann nochmal extra für ihn. Ja. Nö, macht da ein gutes Spiel bisher, wo man sagen muss, also bis jetzt machen sie alle noch ein gutes Spiel. Ja, auf jeden Fall. Nichts gesehen, was man jetzt sagt, Mensch, da ist ein Ausfall oder so. Müller hier, Gottewald, jetzt wieder zurück zu Marcel Sousa. Ja, ist okay. Ja, hat ja jetzt Konkurrenz gekriegt, Marcel. Haben sie ja die Woche geschrieben, der Bayer aus der zweiten Mannschaft muss ja gegen den VfR überragend halten. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also Nico ist auch ein super Junge. Wir haben dieses Jahr echt zwei richtig gute Torhüter. Sousa natürlich noch ein bisschen erfahrener. Ja. Nico macht seine Sache aber richtig, richtig gut. Das auf jeden Fall. Und was ich da gehört habe gegen VfR jetzt am Donnerstag, muss eine Wand gewesen sein. Ja. 5, 6 Weltklasse-Paraden. Ja, muss richtig gut gewesen sein.
Ja, du, die haben nach 16 Monaten das erste Mal nicht gewonnen. Ja, ich glaube, das ist sogar der erste Punktverlust, glaube ich, überhaupt, ja. Genau, seit der Neugründung oder wieder. Fast, ja. Ja. Weiß nicht, haben die mal gekriegt. Weiß es nicht, weiß nicht. 16 Monate habe ich jetzt gelesen. Okay, was? Ja. Alles gut. Ja, VfR, interessantes Projekt. Bin ich mal gespannt, was da, ja, was da noch kommt. Ich sage, schönes Marketingkonzept. Ja. Weil der VfR ist ja nicht, aber ist egal. So, Köln führt 2:0 gegen Alt-Glienicke. Ja, wir können dann nebenher noch ein bisschen DFB-Pokal gucken. Ist halt Kofferformel 1 halt. Qualifying. Ja, wo noch? Es macht gerade Spaß, wenn man Ferrari anguckt. Oh. Ich muss sagen, ich habe Formel 1 schon Ewigkeiten nicht mehr verfolgt. Ich habe das mal, ganz früher viel geguckt, dann habe ich irgendwie auch jahrelang die Lust verloren und jetzt kam es eigentlich wieder, weil es mal ein bisschen enger zusammen war. Ja. Und weil ich zufällig mal Zeit gehabt habe. Ja, wenn du es zweimal guckst, dann bist du wieder ein bisschen drin, weißt du, hast du aber Bock drauf. Das heißt, da sehen wir schon. Hamilton gewonnen. Hindemann. Linie. Jetzt. Ja, egal. Einwurf. Genau, da sehen wir Ingo Doberstein und Alex Bertok von der Heilbronner Stimme. Ingo hier, der, wo war denn Ingo eigentlich? Pressesprecher? Alles. Alles, was mit Presse, Medien, also wenn wir Ingo nicht hätten, ja, boah, wären wir auch echt aufgeschmissen. Also ja, wirklich, was der an Arbeit für den Verein, ja, ableistet. Das ist auch schon im 12. Jahr jetzt. Ja. Jetzt mal wieder in David Gatto. Oh Gott, war jetzt schön auf Bellanave. Nicht schön, aber ja, hatten zumindest noch. Und jetzt mal wieder langsam Aufwurf hin. Nee, schön. Auf Bellanave. Oh. Jetzt sucht er. Kurz bei hinten 18. Eigentor. Ja. Eigentor. Jawohl. Jawohl. Wie den reinkriegst, egal. Er hat keine Chance mehr gehabt. Er fängt wieder überragend an. Die Nummer 5, Maximilian Egner mit dem Eigentor zum 3:1 für Ilshofen. Und wir haben schon gesagt, irgendwas wird Bellanave heute noch richtig machen. Oh, hat er schon ein paar Ilshofen Mal. Schickt alle zum Warmmachen. Ja. Ich glaube, der Trainer ist unzufrieden. Ich glaube auch. Ja. Gut, also bisher. Wäre ich vielleicht auch. Ja, also Ilshofen zeigt bisher nicht wirklich. Da sehen wir das Tor nochmal. Eine gute Leistung. Das war das, ja, war das Ding. Bellanave herrlich, ja, gestanden. Findet ihn. Und ich hätte eigentlich gedacht, der spielt zurück auf Mario Müller. Ja. Ja gut, ich meine, wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, einfach Tor vorne rum, ja, ja, irgendwie einer grätscht schon rein. Das war auch in den letzten Wochen bei uns wenig, ja, der Fall. Der Maximilian Egner konnte ja auch nichts dafür. Genau, also der versucht noch alles irgendwie, ja, zu retten, was nicht mehr zu retten war. Aber fängt wieder super an, wir haben Geduld im Spielaufbau, spielen dann über die 6 vorne rein. Wieder super Ball. Ja, und dann 3:1, 37. Genau. Minute. Hammer, es läuft und wir sehen 11 Ilshofener, die sich warm machen. Übrigens für die Leute, die Formel 1 interessiert, Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas, Max Verstappen, dann Alexander Albon, Charles Leclerc und Lance Stroll. Der Stroll kommt auch langsam irgendwie. Jetzt auf einmal fängt er an mit Autofahren. Was Vettel ist? 14. sogar. Ja, das geht doch sogar. Mensch, ist ja sogar ins zweite Qualify kommen. Es läuft das mal. Na gut. Ich bin mal gespannt, wie lange das Auto noch läuft. Ich glaube, den könnte mit meinem Audi wieder Umschaltspiel. Ja. 1 gegen 1. Über Bellanave. Macht er weg. Ja, ich würde auch. Geh einfach. Oder so. Schade. Schuss von Claudio Bellanave. Und Neggersund bleibt im Ballbesitz. Ach Gott, das herrliche 3:1. Richtig entspannter Nachmittag. Richtig schönes Spiel, muss ich sagen. Also, es macht Spaß. Ja. Kein, wie wir vorhin gesagt haben, keine Fouls, kein Ding, der Ball läuft gut. Jetzt über David Kotowatz. Einwurf. Der Stream läuft, Nick ist entspannt, was willst du mehr? Das ist immer der. Ah, das ist herrlich, wenn der Regisseur neben dir sitzt und du hörst ein Brudeln, ich gehe jetzt gleich heim, dann weiß ich schon. Alles ist gut. Ja, Nick. Noch schöner ist, wenn du alleine bist und du drückst auf Zeitlupe, wenn es kommt eine Zeitlupe vom Spiel von letzter Woche oder so. Ja, wieder, ja, gut. Ja. Gegenpressing gut drin gewesen, ja, und dann beruhigt. Gotto. Ja, bringt dir nichts. Du hättest 10 Leute hinten gegen dich gehabt. Ja, ja. Hol dir wieder ein bisschen raus. Genau. Ja.
Das war ein gutes Wechselspiel zwischen Philipp und Maxi. Jetzt Philipp mal höher. Also, bisher alles im Griff. Müssen auf jeden Fall dranbleiben. Heute noch ein Dreier. Wechseln dann die Ziele? Halle, jetzt mal ganz ehrlich. Also wir sind vor der Saison demütig reingegangen. Wir wollten die Mannschaften, die letztes Jahr hinter uns waren, auch dieses Jahr wieder hinter uns lassen. Ja. Wir haben uns schon so ein bisschen, ja, aus den ersten 5 Spielen haben wir schon gesagt, wir wollen 10 Punkte mitnehmen. Wenn wir das heute machen, wenn wir heute gewinnen, dann haben wir schon die 10 Punkte. Das ist so ein kleines Etappenziel gewesen. Mhm. Und danach... Bloß waren die 10 anders aufgeteilt. Die waren drei vor. Oh, wieder guter Ball und wieder guter Laufweg. Abseits. Oh. Weißt du, ich glaube, der hat halt richtig Spaß, der Maximilian Gebert. Jetzt schauen wir mal, ich glaube, war kein Abseits, wieder super Laufweg und dann ist. Nein, kein Abseits, ganz sicher sogar konnten wir aufklären, selbst aus diesem Ding. Schade, das wäre das 4-1 gewesen. Wen haben wir da? Die Chantal steht da an der Fahne. Hat er gerade gewonnen? Nein, war, glaube ich, der Fabian Ebert war das mit der Fahne. Stimmt, die Chantal steht auf der anderen Seite. Chantal Kanz. Ja, bisher wenig. Keine Fouls. Wenig zum Pfeifen gehabt. Ja. Nee, wie gesagt, sehr anständiges Spiel. Ball läuft gut. Bei Neckarsulm einiges besser wie bei Ilzhofen. Ja. Neckarsulm steht meiner Meinung nach hinten sehr, sehr gut bisher. Ja, wir werden auch nicht vor große. Der Gegentreffer war Standardsituation, Eckball, da war eine Zuordnung, hat nicht gepasst. Ja. Aber ansonsten spielt es hier eigentlich schon recht gut und Marcel Zuso war jetzt bisher auch nicht unbedingt, dass er hier seine Könne rausholen müsste. Ja, aber noch nicht das, was er kann. Das konnte er halt zeigen. Ja, der hat uns die letzten Wochen, hat der Zuso uns auch das ein oder andere Mal im Spiel gehalten, hat gute Dinger weggefischt, auch im 1 gegen 1, ein brutaler Torwart einfach. Ja, ich bin schon immer auf Sousa-Fan, sowohl in den vor 5 Jahren, wo ich hier gefilmt habe, fand ich den schon überragend. Ja. War dann aber, da war der Hammer, dann war er mal zeitlang nicht da, war verletzt. Da kam der Wallmann. Leo, ne? Und der hält genauso gut. Beim Leo wusste man immer, was man bekommt. Da bekommt man immer die Standardnote 3, würde ich mal sagen. Es ist immer, du weißt, was du bekommst. Leo jetzt bei Türkspor, ne? Haben wir auch oben mit dabei. Ja. Und da hat mit Sicherheit er auch seinen Anteil zu beigetragen. Bin mal gespannt, was das wird, Türkspor. Ich traue denen zu, dass die oben mitspielen. Auch interessant, ja. Also wenn man sieht, was die für Spieler jetzt auch haben. Fürth ist keine Fahrstuhlmannschaft wie jetzt Leingarten, die hoch und runter gehen. Oder auch Brackenheim geht ja auch immer hoch, eine Saison wieder runter. Ja. Steckt auch ein bisschen Konzept dahinter und ich hoffe, dass die intern das schaffen, darum geht es ja eigentlich. Vom Platz waren sie schon immer gut. Genau. Intern ist das Problem oftmals. Ja. Sieht man ja auch eigentlich, jetzt ja auch Fusion geben müssen mit Türkspor Obersulm. Mhm. Die haben sich dann zurückgezogen, haben mittlerweile sogar schon 0 Punkte, aber haben glaube ich schon eine Tor geschossen in der Bezirksliga. Ich weiß gar nicht. Ja, aber schon einige gekriegt. Ja. Ja, Bezirksliga ist dieses Jahr auch interessant. Total, also, macht Spaß. Wenn du siehst, was unsere Zweite leistet, aus den ersten 4 Spielen, glaube ich, sieben SC, Punkte, glaube ich. SC Böcking geschlagen. Ja, was ich mitbekommen habe, haben die sich selber irgendwie so als Geheimfavoriten ein bisschen hingestellt. Nee, war im Endeffekt nach dem Pokalfinale 4 Verletzte, 2 gesperrte. 2 Kreuzbandrisse, glaube ich. Richtig, 2 Kreuzbandrisse. Ja. Da haben sie dann im Endeffekt das Ziel schon wieder runter. Ach so, okay. Ja. Weil sie das einfach nicht kompensieren konnten. Und da haben sie gewusst, sie starten nicht so in die Runde, dass du da... Vielleicht jetzt, dass sie irgendwann sagen, so jetzt warten wir mal, wenn die wieder da sind, dann schauen wir mal. Weil wie gesagt, ich habe es letztes Jahr bei Türkspor gesehen, die waren tot für mich, waren 9 Punkte hinter Aramäer und Schluchtern und waren dann die aufgestiegen sind. Ja, das ist immer entscheidend, wie du dann aus der Winterpause rauskommst. Ne? Deswegen wäre jetzt morgen zum Beispiel Schluchtern gegen VfR oder VfR gegen Schluchtern. Interessant auch. Interessant, aber es ist egal, wer da gewinnt oder verliert. Das hat, also was heißt egal nicht, aber... Die Saison ist auch da sehr, sehr lang und es kommt extrem auf die Breite, auf die Breite des Kaders an. Ja, jetzt, wie gesagt, Bezirksliga ist auch sehr interessant. Ja. Ich hatte jetzt Achtung, kurze Ecke zu. Ich sag doch. Er hat ihn. Oh. Alles gut, aber. Vor allem, das müssen wir uns gleich nochmal anschauen.
Ich sag's noch, kurze Ecke zu, woanders kann er gar nicht hinschießen. Ja, hat er gemacht. Zwar ein bisschen anders, aber... Nick! Oh. Achso, hast du gerade Zeit, Lohr? Achso, komm, gleich erst. Gleich. Kommt gleich. Ja, aber zumindest so nach 20 Minuten haben wir wieder die erste ernsthaftere Möglichkeit für Ilzhofen. Wie gesagt, wenn das hinten, gleich wenn die Kamera Richtung Tor von Ilzhofen geht, seht ihr da hinten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Leute, die sich warm machen nach diesem 3-1. War der Trainer. Jetzt, Achtung, ein 16er. Aber jetzt ist drin. Oh, legten sie auch nochmal zurück. Schade. Schade, da kam Claudio Bellanave. Nee, Julian Metzger hat mal alles, was er so auf der Bank rumsitzen hat, zum Warmer. Ein Zeichen, dass er wirklich richtig unzufrieden war. Ja. Wenn man es richtig nimmt, ja, was waren's? 5 Angriffe. Hier sehen wir das Ding nochmal vom Marcel. Oh, kriegt noch an die Eichhörer raus, kriegt an die Hand zum Glück. Polster der Handschuh ab. Nee. Ja, hätte uns auf die Knöchel kriegt, wäre vielleicht, ja. Ja, das sieht man, Ilzhofen ist trotzdem gefährlich. Seitenverlagerung. Ja. Und wir schieben nicht komplett sauber durch. Und dann haben die halt 2-1 gegen 1 Situationen. Und dass sie nicht Halbzeit. Ganz blind sind, das sieht man ja dann auch. Also 1 gegen 1. Halbzeit am Pichterich. Die Neckarsulmer Sportunion führt mit 3-1 gegen Ilzhofen. Und wir schauen gerade nochmal schön rein, ob wir noch ein zweites Ergebnis irgendwo haben. Gibt es noch irgendwas? Göppingen gegen Sandhausen, mittlerweile vorbei, 0-1. Göppingen. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Du kannst auch mitspielen, wenn die anderen auch mitgehen. Ja, oben mitspielen, davon wollen wir jetzt erstmal nicht reden. Wir wollen erstmal hier das Spiel gewinnen und dann wird es am Mittwoch schon wieder gegen Freiberg auch nicht einfacher. Wird's richtig. Ja, kann viel passieren diese Saison. Also, ist eine lange Saison, viele Überraschungen eventuell. Alles klar, wir gehen die Halbzeitpause, sind gleich wieder bei euch. Macht's gut, bis gleich. Working on the plot and the scheme, the true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill, the breeze cut, freeze up, straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares, a ball big sky high, check the movement is here.
Und Jan! Ja! Steven, klasse Ball. Gebert. Guter Ball. Eine Strafraumbesetzung noch ein bisschen wenig, aber. Oh, schade! Das wäre Ding gewesen. Ich glaube, den Schmelzel kennen wir ja noch aus Neckarsulm von vor 2 Jahren. Hat einen guten linken Fuß. Ja. Ja, was da ist der Ausgleich. Hm. Lukas Lind. Die kommen eigentlich durch die rote Karte ja im Endeffekt reingekommen und dann die Chance aber so geil genutzt. Ich sag, kennen ja auch noch so aus der U19 von damals. Dann hierher kommen, hat sich gut durchgesetzt. Oh, ho, 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 ho! Mach ihn, komm, kurze Ecke. Ja! Ja, Mann! Überragend. Ja, jetzt 15. Das fünfte Jahr hat er bisher immer rechter Verteidiger. Oh, ja. Gar nicht schlecht, der Ball. Ja. Sagen wir uns auch nochmal in der Zeitlupe an. Oh, wieder so, jetzt Ball. Aber wieder jetzt Überzahl. Nächste Konter in der Mitte. Geht Noah schon. Ja, gut verteidigt von Daniel. Sehr gut macht von Daniel. Ja. Foul. Ja. Mitte. Marco Romano. Romano! Ich sag doch Marco Romano. Wie kriegst du den drüber? Die hatten definitiv richtig gute Chancen. Dann ein fragwürdiger Elfmeter für die Kickers. Jetzt Philipp. Selber ab! Oh, schade! Schön. Schiebt hier nach. Schade. Ja. Zumindest noch. Und jetzt mal wieder langsam Aufwurf. Nee, schön. Auf Bellanabe. Jetzt sucht er. Wer war hinten? 18. Eigentor. Ja. Eigentor. Jawohl. Jawohl. Wie den Und danach. Bloß waren die 10 anders aufgeteilt. Die waren drei von wieder guter Ball. Und wieder guter Laufweg. Abseits. Oh. Weißt du, ich glaube. Wie gesagt, Bezirksliga ist auch sehr interessant. Ja. Ich hatte. Jetzt Achtung. Kurze Ecke zu. Ich sag doch. Aber er hat ihn. Hat ihn. Alles gut, aber. Oh. Vor allem, wie das müssen. One shot, not a future for sure. Let's go. Yeah, I was building on the lecture. Versus coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut, freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking. Taking over pieces and shares. A ball big sky high. Check the movement is here. Yeah. Thank you.
Mannschaft, die ich schon mal gelesen habe, wie das bei euch hat. So, weiter geht's mit der zweiten Halbzeit. Auf geht's, Jungs, mit dem schwarz-blauen Herzblut. Spielt weiter so und holt euch die drei Punkte. Und auch an die Caballeros. Nicht einschlafen, zweite Halbzeit Gas geben. Auf geht's, Jungs. So, da sind wir wieder. Zweite Halbzeit. Gleich geht's los. Ja, 3:1 Führung für die Neckarsumer Sportunion gegen die TSV Ilzhofen. Da hoffen wir, dass da in der zweiten Halbzeit nichts mehr anbrennt. Das ist jetzt natürlich, Entschuldigung, an die Zuschauer vom TSV Ilzhofen. Wir sind halt irgendwo schon NSU-TV. Wir sehen hier nochmal das 1:0 von Maximilian Gebert gleich am Anfang der Partie. Hätte man es mal aufschreiben können, welche Minute, egal. Der Ausgleich durch den TSV Ilzhofen. Ja, einmal die Zuordnungen nicht gepasst und dann gleich der Ausgleich. Und jetzt gehen wir erstmal wieder live ins Spiel. Und los geht's. Ilzhofen in Rot und Zulm bleibt sogar in Blau-Weiß. Es läuft. Ja, Robin, du warst schon ein bisschen unten. Was gibt's aus den Katakomben? Ist man zufrieden? Wie hoch ist die Anspannung, dass man das hier heimbringt? Ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt gerade in der Kabine groß drin bei der Ansprache. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass der Buschi gesagt hat, dass wir so weitermachen sollen, aufpassen sollen auf die dann vielleicht unkontrollierten langen Bälle von Ilzhofen hinter die Kette. Aber ansonsten gibt's, glaube ich, nicht zu viel oder nicht so viel zu beanstanden. Nee, glaube ich nicht. Also ja. wir hatten relativ wenig zu beanstanden. Nee. Also in der ersten Halbzeit war ein tolles Spiel. Genau. Hatte ich ganz ehrlich gesagt auch nicht so mit gerechnet. Aber weil ja, das war im Endeffekt schon mal das 1:0 hat das Spiel geöffnet. Weißt? Ja. Und das Gute war, dass man nach dem 1:1 nicht in irgendeine Schockstarre verfallen ist, sondern gesagt hat, ey komm, ist doch ganz gut laufen, machen wir so weiter. Und das haben sie sich dann belohnt zum Schluss mit nochmal zwei Toren. Ja, gelbe Karte sehen wir gerade bis jetzt 0. Auf jeder Seite sehr, sehr friedliches Fairplay-Spiel, kann man sagen. Aber ich denke mal, je nachdem, wie das noch läuft, kommt da bestimmt auch noch hier oder da ein bisschen Härte rein. Ja, schauen wir mal. Es sei denn, Neko Sulmer macht hier das vierte. Ja. Sehen wir irgendwas? Haben sie irgendwas gewechselt? Ich sehe bisher noch alles so, wie es ist. Nee, die Auswechselspieler von Ilzhofen sitzen auch wieder. Haben sich jetzt erst einmal eine Viertelstunde müde gerannt. Sich wieder ein bisschen erholen. Ja, ist ziemlich warm. Wir sind jetzt froh, der Schatten ist ein bisschen rübergekommen, weil so in der ersten Halbzeit, die erste Viertelstunde, hast du schon richtig geschwitzt, gell? Ja. Sind wir hier in der prallen Sonne gestanden. Aber besser als Regen. Auf jeden Fall. Kannst du mal mitkommen, wenn ich im Dezember in Schluchtern auf dem Dach stehe bei minus 5 Grad, Alter. Mal gucken, ob wir das nochmal hinkriegen. Kein Windschutz, aber kein gar nichts. Boah. Boah. Da siehst du meine Videos, siehst du richtig wie zittert. So, jetzt schauen wir. Oh, ja, auf den muss man aufpassen. Den hatten wir schon mal. Lukas Lindner war der Torschütze zum 1:0. Zum 1:1, zum Ausgleich für Ilzhofen und jetzt auch gerade wieder Daniel Schmelzner, ja. Freistoß. Diesmal ist er zum Glück. Ja, die sind gefährlich, also darfst du nicht locker nehmen jetzt. Genau, auch der Dings, wie heißt der wieder? Der Lindner, der Lukas, sehr kopfballstark. Ja, und das ein oder andere Tor auch schon gemacht. Ja. Glaube, die besten Torschützen bei Ilzhofen sind hier Kurz Lindner. Ja. Und dann noch der, wie heißt der, Rodewald vorne, glaube ich. Macht der Marcel da hinten sitzen. Ja. Er muss auch mit Spaß haben, ein bisschen. Ja. Soll er ruhig ein bisschen. Ja. Wie gesagt, ein, zwei Situationen hat er gehabt. Ja. Am Gegentor war er natürlich mehr wie unschuldig. Ja, schwer zu verteidigen. Ja. So, jetzt haben wir hier Tatütata irgendwo. Da oben. Ja. Ach, das war auf der Bundesstraße. Ja. Ja. Mario Müller raus auf Maximilian Gebert, der bisher sehr, sehr gutes Spiel. Jetzt schauen wir, wie kommt er raus? Holt er den Eckball? Nee, der Ball kommt noch! Oh. Was? Schade. Unglaublich, wie der den reinkriegt. Komm, das schauen wir uns gleich nochmal an. Hätte ich nie mit. Ich habe gedacht, wenn er alles gut macht, ist ein Eckball, aber so ein Ding. Ja, schade. Und dann schade hier.
Ja, Mario, dem würde ich es auch mal gönnen, dass der Knoten mal platzt. Ja. Arbeitet richtig gut für die Mannschaft. Läuft gut an, macht die Bälle gut fest und dann ja, und soll einfach mal einfach der Knoten mal platzen. Der war ja gerade schon mal richtig eng. Ja. Also, aber muss ich sagen, Hut ab Maxi, hättest du gedacht, dass er den reinkriegt? Ja, Maxi ist immer gut für irgendwie was Verrücktes, was man nicht unbedingt vorhersieht. Da gehört auch so mal so eine Flanke dazu. Ja, ich habe gedacht, der schießt ihn an, guckt, dass er einen Eckball kriegt. Genau. Das war eigentlich das Maximale, damit rechnet was ich eigentlich dann jeder, ja. Aber dann, dass der Ball dann so durchkommt wieder. Unglaublich. Und auch so den Kopf dann trifft. So, jetzt schauen wir mal. Ja, wieder langer Ball. So, kein gut. Problem. Ja, bis jetzt kommen wir die alle noch ein bisschen zu lang. Allerdings werden sie kürzer kommen, werden ja groß im Auftrag standen. Also bis jetzt machen sie es hinten gut. Richtig gut sogar. Dann hier Foul. Ja, erste gelbe Karte. An Noah Schorn. Den schauen wir uns auch nochmal an. Jetzt haben wir die erste gelbe für Ilzhofen. Ah, Nick schüttelt den Kopf, ist nicht zufrieden mit meiner Aufzeichnung hier. Wir schauen uns das nochmal an. Haben wir es noch? Ja, da kommt's. Na, stell die Hüfte ja, raus, mal. Ja, gut. Gelb. Na, okay. Kann man sich streiten. Ja. Macht nur mal clever. Ja, faul. So, das war faul, ja. Ja, das verstehe ich manchmal nicht. Ja, da muss man keinen Foul machen, da stell ihn einfach nur. Warum rennt man da hinten drauf? Also, der läuft weg vom Tor. Das haben wir auch ab und zu noch drin, dass wir so unnötige Fouls machen, aber. Ich ja. glaube, das ist schon. Mario clever, Müller hier, aber. Weiter. Ja, passiert. Ja. Ja, ist zu wenig Bewegung gerade vorne bei uns. Alle auf einer Linie. Finde ich keine Anspielstation im Mittelfeld. Direkt. Dreh auf, gut. Ja, wieder 20 Meter gewonnen. So langsam arbeiten wir uns vor. Ein bisschen, ah, nee, ja. Ach, das war hinten, okay. Muss nicht sein, das habe ich auch gedacht. Jetzt mal aufpassen hier. Cool, Marco, er ist faul. Ja, gibt das Ding, Vorteil laufen lassen, dann aber abpfiffen. Sehr gute Aktion von Sonja Ressler. Ja, wieder aufpassen, dann am Freistoß wieder. Ja, jetzt musst du wieder gucken, wo ist unser Lukas hier. Ja, jetzt Achtung, läuft ein bisschen anders an, sieht nach Spann aus. Melzle? Ah, noch nicht. Nee. Sousa? Sousa, ach ja. Easy. Da müssen sie sich gleich ein bisschen was anderes einfallen. Also ein bisschen mehr muss kommen. Aber sind wir froh, dass es bisher noch nicht so war. Ja. Ja, und wie gesagt, wenn wir Ilzhofen jetzt so nehmen, wie sie am Anfang der Saison oder wie sie gestartet sind. Oh. Ja, Idee, aber. Oh. Ja, mein Gott, passiert. Ja, dann werden die ja Ende des Spiels nicht besser. Also bisher wurden sie es noch nicht. Ja. Lassen wir das da immer noch mal schmelzen, sei Ding. So ist okay. Aus, in den anderen Spielen waren sie auch immer vorne. Waren sie immer vorne. Jetzt, wer weiß, mit 2 Toren Rückstand, vielleicht fällt ihnen was anderes ein. Kommt nochmal die zweite Luft. Wie du sagst, du hast ja auch schon gesagt, so im gut so. Wenn sie das Spiel machen müssen, haben sie ein bisschen Schwierigkeiten. Ja. Aber das müssen sie jetzt zum Glück. Ja, wir dürfen halt nur nicht den Fehler machen. Nee, du musst dein Spiel arbeiten. Genau, dass wir jetzt uns da irgendwie anpassen oder einen Gang zurückschalten. Dann hast du ruckzuck das 3-2 und dann genau, und dann bist du wieder am Zittern. Ja. Was ist sonst noch passiert? Ja, Sandhausen hat in Göppingen gewonnen. Ja. Pforzheim 2-3. Bissing führt gegen Lörrach jetzt mit 1-0 in der 53. Minute. Villingen Kickers immer noch 0-0. Kickers waren doch eigentlich, die wollten doch eigentlich hier, oder? Ja, also Kickers, die wollen ja schon seit. Oh, lauf durch. Steven, Körper. Ah, bisschen zurückzogen. Ah, gut, Philipp. Sehr schön. Ja, wie gesagt, Kickers, die wollen ja schon seit 3 Jahren. Letztes Jahr waren sie, glaube ich, Erster und dann kam Corona und
durch diese Regel, genau, ist dann der VfB hoch. Läuft. Ja, ich bin mal gespannt auf die Kickers dieses Jahr. Bisher kommen sie nicht so in Fahrt. Nee, das läuft schon nicht ganz rund, muss man ganz klar sagen. Ja, die Saison dieses Jahr, die wird extrem lang, extrem schwer. So wie ich gesagt habe, die erste Elf ist da gar nicht entscheidend. Genau, es kommt auf die Breite an. Ja. Und müssen wir auch mal sagen, bei uns, Buschi und Nikos Trainerteam, die steuern das überragend. Also ich glaube, Buschi hat auch den Vorteil, dass er früher selber Profi war. Er weiß genau, wann die Jungs mal eine Pause brauchen. Also die Steuerung, ist echt gut. Man muss ja eins sagen, am Anfang der Saison hat jeder eigentlich drüber geredet, wie verkraftet man den Abgang von Mike Schneckenberger. Ja. Und jetzt fragt man sich, wer war das? Ja, nicht ganz. Natürlich ist das ein überragender Spieler. Aber es ist nicht so, dass du sagst, oh, den konnten sie jetzt gar nicht kompensieren. Nee, ganz genau. Im Gegenteil. Letztes Jahr war es ja so, dass der Schnecke, klar, Führungsspieler, absoluter Stammspieler, Kapitän. Du hast aber trotzdem immer einen Mario Müller noch gehabt, wo ich dann auch sage, da ist, sag ich mal, nimmt sich nicht viel von der Qualität. Schnecke ist als Mensch überragend auf jeden Fall, das fehlt schon. Auch in der Kabine ist ein oder andere Mal einen lustigen Spruch immer drauf gehabt. Aber jetzt rein leistungstechnisch müssen wir halt auch sagen, wir haben das richtig gut aufgefangen. Und wir haben gute Jungs auch auf der Position. Und ich glaube, so im Mittelfeld, die drei, Noah, Steven und Mario, die spielen das halt momentan auch richtig gut. Von daher. Nee, muss ich auch sagen. Also, wie gesagt, ich freue mich ja doppelt, weil ich habe so einen Kumpel, der ist immer so negativ. Ne? Hat sich auch, chancenlos. ja, das ist so sagt das auch. Ja. Nie, aber okay. Na. Und jetzt auf einmal, heute ist übrigens da. Scheinbar hat ihn das Fieber dann doch irgendwo mitgenommen. Er wollte mal ein gescheites Spiel sehen. Ja. Also. Da bieten wir ja auch heute. Ja, ne, ist schon. Ja. Hintermann. Ja. Oh, hier riecht es gerade so schön nach Basilikum. Ja, passiert. Jetzt gerade Zeitenverlagerung. Lieber fliegt er mal ins Aus, wie zu kurz. Du, die zweite Halbzeit fängt sehr gemächlich an auf beiden Seiten. Wir hatten jetzt die eine Möglichkeit für Ilzhofen. Eine im Endeffekt von der Gasulm. Aber ansonsten sehr entspannt. Ja, doch. So, man sieht, der Gasulm stellt hinten zu, lässt auch wenig Möglichkeiten offen. Naja, siehst du wieder, Ilzhofen pressen, haben Probleme. Die kommen nicht so richtig, die können sich durchspielen. Unser Pressing funktioniert ganz gut. Plan, den wir uns zurechtgelegt haben, ist auch, geht auf eigentlich bisher. Foul, ja. Kann man geben, muss man geben. Aber jetzt, wenn du guckst, guck mal, keine Bewegung von. Weder im Mittelfeld noch im Sturm irgendeine Bewegung von Ilzhofen. Und so müssen sie eigentlich ähnlich wie ihr Gebruchsal wieder hinten rumspielen. Ja, genau. Ja, wieder gut zugelaufen. Sehen wir 6:8 Fouls in dem Spiel jetzt. Bleibt stehen. Ein sehr, sehr faires Spiel. Auf jeden Fall. Eine gelbe Karte. Ja. Wo man auch nicht unbedingt geben muss, aber. Nee. Ja, jetzt gleich 60 Minuten gespielt. Ich glaube, jetzt die Zeit läuft für uns. Ja. Und der Buschi überlegt sich, glaube ich, gerade auch schon, was wir vielleicht nochmal auf den Außen an Tempo bringen können. Haben wir ja genug Kandidaten. Pascal würde ich mal reinwerfen. Nico Chaillet, Yannick Eitelwein auf jeden Fall. Da ist richtig Tempo da. Müssen wir mal gucken. Nee, glaubst du, wie wir Pascal ab der 60. Minute, wenn du schon ein bisschen müde bist, vor hinten. Sehr gut, Noah. Hast du Probleme, ja, sehr schön. Noah schon. Oh. Ich glaube, wir wollten einen Beinschuss probieren. Aber egal. Ging vorne rum, auch okay. So, jetzt außen geht Gebert.
machen wir gut. Jetzt sind wir wieder hinten. Eine Minute gespielt. Am gleichen Platz. Von daher gesehen, wie gesagt, die Zeit läuft für Neckarsulm. Gefährlich hier von Steven. Muss auch mal ein bisschen Spannung reinbringen. Oh, ja. Leute, das sind alles so 10 cm, wo da fehlen. Ein bisschen mehr Konzentration wieder. Jetzt ist faul, ja. Naja, müssen wir gucken, dass wir wieder ein bisschen mehr Spannung haben. Platz ist auch nicht gerade, wie soll ich sagen, würde ein bisschen Wasser würde gut tun, glaube ich. Ja, die Woche hat aber nichts Regen, gell? Nee, war nichts. Nee. Gar nichts. Ja. Und heute eigentlich schönste Wetter von der Woche, glaube ich. Ja. Morgen 28 Grad, da haben wir aber gar nichts. Morgen ist Ruhetag bei uns. Ne, stimmt nicht, ich muss morgen nach Lampoldshausen. Uiuiui. Gegen der SV Heilbronn am Leim. Ja, ich bin der Abteilungsleiter. Ach so. Ja. Erst seit letzten Freitag, da ist dummerweise mein Chef gestorben. Oh, ja. Der Leo, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Nee. Und der, das war der Abteilungsleiter vom SV Heilbronn Fußball. Und jetzt bin ich da dummerweise befördert worden. Das ist morgen nach Lammwolzhausen, kennt kein Mensch. Ah, gut, Platzi, gut ja, durchgeschoben. Platzi. Alles gut. Und jetzt gucken, dass da richtig. Boah, auch noch im Feld gehalten. Sehr schön. Steven jetzt außen, ja. David. Zu weit ein bisschen. Bisschen Wind gerade dazu kommen, ja. Ne? Ja, und faul. Ja, aber die letzten paar Minuten, jetzt gibt's gelb gegen ja. David Kotovac, glaube ich. Nee, mehr eine Ermahnung. Ja. Ilzhofen wechselt, glaube ich. So. Gucken. Nummer 7 kommt. Die 7 kommt Michael Etzel. Schau mal, wen er vom Platz nimmt. Ah, jetzt ist der reagiert Buschi auch gleich. Panda, ja. Wie wir es gesagt haben, ja. Ab der 60. Ja. 13 geht runter von Ilzhofen. Kurz, ja. Benjamin Kurz, oh. Eigentlich wie ein Goalgetter mit bisher, da sehen wir nochmal in der Gegenüberstellung, 2 Tore bisher. Ja, jetzt ist schön, der eine Torjäger geht, der andere kommt. Ja. Dann, mal gucken, wie vielleicht Ilzhofen jetzt ein bisschen umstellt. Kann Pascal ausbauen. Ist Pascal schon drin? Nee, ja. Nee, Pascal ist noch, macht sich gerade fertig auf der Bank. Ja. Hintermann. Ja, wenn dein. Gut, Philipp. Ja, Maximilian ist vorne am gegnerischen Strafraum stärker. Jetzt vielleicht schade. Ja, wir müssen wieder konsequenter werden. Ja, ja, also wir spielen gerade zu viele Bälle zu einfach weg. Ja, es sieht gerade ein bisschen nach einem Haltenspiel aus. Ja. Das muss nicht sein. Also lieber, du hast schon die ersten Halbzeit so schön weitergespielt. Ja. Und das würde ich jetzt eigentlich auch wieder tun. Und vielleicht kommt mit Pascal Pander da auch wieder ein Impuls mit rein. Denke ich auch. Weil es muss wieder ein bisschen mehr nach vorne gehen. Weil wie gesagt, wenn du hier in der 89. das 3-2 kriegst, dann brennt hier die Hütte. Ja. Dann wirst du nervös. Deswegen lieber das 4-1 machen, dann ist das Ding so halbwegs durch. Ja, wir dürfen halt nicht zu passiv jetzt werden. Nee, nee. Wir waren gerade auch ein bisschen unsauber in den Pässen. Ja. Ja. Das Ilzhofen auch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen umgestellt. Mal gucken. Machen ein bisschen mehr auf. Beide Außenverteidiger hoch. Und gut. Oh. Nein, keine Hand. Nee, gar nichts. Sieht nur so aus, glaube ich. Das hat nicht einmal so ausgesehen, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, es. Torwart. Gut. Da sehen wir nochmal das Handspiel vielleicht. Nein, angelegt. Nee, nee, kann's nicht pfeifen, glaube ich. Nee. Oh, es gibt welche, die pfeifen. Ja? Das ist immer das Blöde dran. Und mit der Handregel, wo es gerade gibt, kannst du pfeifen oder. Ja, welche Regel? Blickt ja eh Sau durch.
Das ist cool. Oh, so sehr laut. Gut. Ja, reicht schon. Das ist hätte völlig, ich hätte eine Hand nehmen können. Ja, lieber auf einem Ja, klar. Ja. Das war gegen Reutlingen, haben wir ja so eine rote Karte gekriegt, wo wir schlecht in der Absprache waren. So, jetzt kommt er hier unten. Ja, für Mario Kancha. Mario Kancha geht, hat die gute Möglichkeit, knapp am Tor vorbei. Du hast ja gesagt, da warten wir noch drauf, dass ja. Der Knoten da platzt. Ja. Und beim Pascal Panda ist er schon geplatzt. Viermal. Ne? Ja, jetzt hoffen wir, dass es halt weitergeht. Aber ich sehe es auch so, wir brauchen wieder Entlastung nach vorne. Mhm. Dieses Ergebnis halten. Ja, da sind wir auch nicht gut. Ja. Wir sind gut, wenn wir Vollgas-Fußball spielen. Ja, am besten seid ihr, wenn der Gegner Vollgas spielt, ihr könnt agieren. Dagegenhalten. Das ist eigentlich so. Oh, wieder so ein Ding. Gut. Ach komm, jetzt Leute, jetzt fangen wir auch mit dem Scheiß hier. Da. Ja, man muss es probieren. Ja, ich glaube, wir würden es genauso machen, aber ist zu wenig. Ja. War Marco jetzt gut Mario gesichert da. Ja, wir stehen ein bisschen zu tief. Ja. Schuss. Harmlos. Ja, sehr schön. Super Ball. Ja. Nee, das ist gut dran, dass die eigentlich nicht viel anfangen können mit dem Freiraum, wo sie jetzt ein bisschen gekriegt haben. Ja, kann ich gar nicht pfeifen. Also das ist ja. Foul, ne? Jetzt viele kleine Fouls, kein Spielfluss mehr. Mhm. Ja, komplett andere zweite Halbzeit. Ja. Klar, wir müssen jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber Ilshofen kann gerade auch nicht. Ja. Irgendwie ist es sehr harmlos. Trotzdem gefährlich, müssen wir aufpassen. Aber wie du gesagt hast, wenn da jetzt das 3-2 fällt, Da ist wieder 5 zweite Minuten. Luft und dann das Momentum auf der Seite von Ilshofen. Und die wissen ja, wie es ist, wenn man der Nachspielzeit verliert. Also ja. Vielleicht haben sie da auch gelernt, Mensch, wir können auch in der Nachspielzeit noch gewinnen. Ilshofen spielt es mit 3 Stürmern. Also ja. 3 vorne drin, sieht man jetzt. Aber es bewegt sich nur einer von den 3. Ja, aber... Ja, jetzt. Schön aufkommen, Maxi. Mal faul. Nein, geht durch, schön. Nein. Ja, doch, war mir klar, das pfeift sie. War keins, aber... Ich glaube, der läuft in den Ellenbogen von Maxi rein. Es war kein Gar kein nichts, Schlag. Der kommt ja angerannt. Genau, er läuft einfach nur in den Ellenbogen von Maxi. Da guck. Ist halt von der mit Anlauf rein. Ja. Keine Chance. Und dann, gut, jetzt kriegt er vielleicht noch den Ellenbogen ins Gesicht. Das liegt aber daran, dass er tief reingeht. Ja. Also da hat mehr das Gesicht der Ellenbogen gesucht wie andersrum. Ah, ich glaube, sie pfeift dann auch nur, weil er liegen bleibt und ein bisschen schreit. Ja. Aber ja, ist dann auch irgendwo clever, ne? Manchmal ist es so. Stand die Woche beim VfR gegen Dings. Wer ist denn die Nummer 25? Überschrift Holiday on Ice. Liegt ja die ganze Zeit nur rum. Ja, war George Jakob, kenne ich auch schon. Das ist so der Neymar des Unterlands. Okay. Ja, schreit am lautesten, wenn er leicht berührt wird und liegt dann auch sehr viel. Holiday on Ice. Fand ich gut. Sehr schön. So, und jetzt mal wieder jetzt hier. 2 gegen 2. Panda. 3 gegen 2 mit Tempo. Kommt, jawohl. Rüber, in der Mitte. Oh, Steven. Chip. Oh. Komm. Ah. Steven hat keine Linke. Der Pass hätte einen Meter weiter vorne kommen müssen. Sehr gutes Pressing wieder von Steven. Der Pass hier, den haben wir jetzt nicht. Da war jetzt nur das Foul. Aber ja, der Pass auf Steven. Ja. Er muss ein bisschen nach vorne kommen noch. Dann kann er vielleicht direkt nehmen. Ja. Aber... Steven mit links ist... Nix gut, ja? Ja, ab und zu überrascht mich schon, aber ist jetzt nicht sein stärkster Fuß, sag ich mal. Ja, ich meine, er hat ja heute auch schon 2 Bälle mit rechts überragend gespielt. Ja. Braucht ja nicht unbedingt den linken. Nee, für mich war der Ball hätte so einen Meter weiter vorne kommen müssen, genau. Dann wäre er in den Lauf kommen. Aber egal, endlich sind wir vielleicht wieder beim Thema Wasser möglich. Auf dem Platz. Ein bisschen schärfer spielen. Läuft. Na. Na gut, so ist er ruhig. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich mehr von diesen Konterchancen noch bekommen. Das sieht man Tempo von Pascal. Pascal hat er noch. Ja, aber nicht für sich. Egal, Press. Ist wieder da, perfekt. Ja, da haben wir. Hat den. Hinten schießt an. Gebert. Eckball. Ja, hab ich auch. Ja, trotzdem, gutes Gegenpressing nochmal nach Ballverlust.
Und vor allem muss ich immer so sehen, jedes Gegenpressing sind 20 Sekunden, weißt du? Ja. Ja, wie ihr gegen Bruchsal, weißt du? Ja. Wir zwingen die hinten rein, denen fällt nichts ein. Vorne relativ wenig Bewegung. Jetzt kommt mal einer, bietet sich an, der kriegt ihn aber nicht. Das macht er auch nur 3-4 Mal, dann bleibt er stehen. Ja. Und jetzt dann wieder zurückgekämpft. Gut, nee, richtig gut, richtig gut. Die ein. Ja, Bella macht es gut. Ja. Nimmt dann Daniel Schmelzle gut aus dem Spiel, dann auch im Spielaufbau. Läuft immer aggressiv an. Ja, der passt tut jetzt weh, aber ja. wenn nach vorne noch ein bisschen eine Option. Aber du sicher, konnte nichts draus machen. Also das ist halt immer, wenn die erste Linie überspielt ist und der Verbindungsspieler es dann eigentlich gut macht, dann würde es uns wehtun, aber Diago-Pass. Ilzhofen spielt immer nur momentan viel quer, viel zurück. Jetzt vielleicht. Ja. 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 Alles gut. Alles gut. Ja. Aber das sind so die Dinge, weißt du, entweder ein dummer Abpraller oder so, wie wenn der Neuner irgendwie geschossen hätte, so Einzelaktion, weißt du, von Nico Rodewald war das. Ach, und jetzt vielleicht über die Möglichkeit, wir haben 4-5. Bella außen geht Bella Nave. Steven selber. Ja, schieb doch. Tor. Jetzt macht er. Tor. Hätte er sein können. Wenn der Bruder schießt, ja, jetzt hier Mario Müller. Mit dem Steven seiner Schusstechnik, also da weiß man manchmal auch nicht, wie der Ball. Oh, faul. Das könnte auch fast gelb geben, oder? Nee, glaube ich nicht. Ich eben nur hinter dem Kameramann das jetzt. Nee, war alles okay. Nee, alles gut. Boah. Da macht der Maxi ein bisschen mehr draus. Ja. Alles gut. Ja, wie gesagt, Steven seine Schusstechnik ist auch eigentlich überragend. Ja, nee, macht er. Muss nicht so fallen vielleicht. Ja, aber. Ja. So, Maxi Gebert, was haben wir vorne? Kriegen wir ein bisschen Bewegung rein, das Ding, oder? Ja, wir bleiben auch mit 4 Leuten hinten, das ist 5 Leute. 5 Leute bleiben wir hinten, spielen auch zurück. Da ist Sicherheit schon erstes Gebot jetzt hier. Aber ist klar, wir haben 71 Minuten gespielt. 3-1 Führung, alles noch aus der ersten Halbzeit. Hören wir es gerade, Wechsel bei Ilzhofen. Dominik Rummler mit der 19 aus der Partie und reingekommen. Was soll ich sagen, Michael Eberlein mit der 12. Ja, Mario vor der Abwehr. Ja. Das, was er machen muss, wie wir es eben schon hatten. Ist das so der klassische Sechser oder was für Spiele? Ja. Also Mario ist ganz klassisch. Eigentlich, ja. Vor der Abwehr, Staubsauger, wie man es immer gesagt hat. Ja. Also macht es richtig, richtig gut. So. Ja, Noah Schorn raus, Nico Charrier rein. Charrier. Spricht man das Charrier aus? Franzose. Ich weiß auch nicht, muss ich mal selber fragen. Carrier. Carrier. Ja, wir rufen immer Cherry. Also, ja, reicht schon. Mir reicht schon, wenn das Peti mit Musiokai Tor macht. Ja. Das war früher mein der schlimmste Name, wenn der aufgebildet hat. Jedes Mal gelocht, jedes Mal. Ja? Ja. Ja, der ist jetzt in Bissingen, gell? Wenn hat letztens auch wieder irgendwo getroffen. Ja. Ich glaube Bissingen. Ja. Damals war er, glaube ich, irgendwo bei diesen, wenn das geheißen hat, aber die zwei Dörfer gleich geheißen haben. Schwarzwald unten. Waren doch zwei Dörfer, die beide gleich geheißen haben. Ich glaube, die haben anders geschrieben. Ach so, TSG Ballingen und Ballinger SC vielleicht? Sowas, glaube ich. Ja, Ballinger SC mit H und TSG Ballingen ohne. Ja, ja. Ah, beide Regionalliga mittlerweile. Ja. Hut ab. Boah, faul. Ja. Schon wieder derselbe! Nee, vorhin war es der 7er, jetzt war es der 10er, der hat nicht viel gefault hier. So, mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie umgestellt haben, aber ich glaube es nicht. So, schieß Gott, David. Schieß doch. Ja, der kann das auch. Oh nein. Oh, er kann aber gehen, kriegt er den Elfer. Nee, kriegt dann war zu einfach. Sau zu einfach. Einfach. Nein.
So, jetzt mal ein bisschen Pressing von Ilzhofen. Direkt, Philipp, gut. Ja. Und der stand ja, im nicht. Abseits, konnte ja. nichts machen. Was haben wir jetzt? Mal gucken. Sieht nach einem 4-4-2 aus jetzt von uns. Gerade. Ein bisschen umgestellt. Konnte durch, jawohl, sehr gut. Ja. Ab in die Kabine. Ja, jetzt haben wir mit Nico nochmal Tempo reinbekommen. Nico ist auch immer für irgendwas Wildes gut. Ja, so Überraschungsding müsste jetzt eigentlich mal kommen. So, wie gesagt, Neckarsulm hat das Spiel, was sehen wir da? Da sehen wir nochmal die Elfmeter. Die Elfmetersituation. Ach, zu spät. Der hätte schon wartet, bis er zumindest berührt wird, weißt du. Ja, kroatische Schwalbe. So, jetzt mal schauen. Zu weit der Ball und dadurch auch keine Möglichkeit mehr, irgendwas Vernünftiges draus zu machen. Gebert Müller, jetzt macht er hinten schön locker raus. Ne? Ja, von Maxi auch nicht clever gerade. Das ist... Spielen wir lieber einen Klotzi an auf dem linken Fuß, auf dem stärkeren. Ja. Und dann kann er ihn sauber schlagen. Jetzt hat Ilzhofen wieder Einwurf, aber gut. Ja, bis wir das mal perfekt spielen, dauert noch 2-3 Wochen. Ja, guter Chipball. Ja. Gut festgemacht. Schön. Jetzt auf die andere Seite. Und jetzt da läuft oder zeigt es doch schon an, Bellanabe. Ja, schade, war zu ungenau. Wurde geblockt. Ja. Hoher Ball und Klotzi. Wieder Neckarsulm, oder? Gut, ja. So. Und sogar noch der. No, nee. Nee. Bleibt drin. Geht der raus? Foul. Mario, Foul. Kein Foul? Oh. Den hätte ich mal locker pfiffen, aber so ist auch okay. Boah, wie kannst du so in den Strafraum spielen, oder? Du hast die Möglichkeit, du gewinnst einen Ball, den einen hast in der Mitte, hast vier. Und dann harmlos, ja. Ja, und dann spielst du den Gegner an. Und du hättest ja nochmal 30 Sekunden gehabt zum Überlegen. Ah ja, hättest schon ein bisschen laufen können. Ja. Und sehr gut. Gut verteidigt wieder. Ja. Ball geklaut. Als Dreh und Tempo. Außen David. Oder auf der Seite Maximilian. Oh, spielen durch auf der Seite. Und jetzt durch, ja. Okay. Oh, dann zieh ab. Nee, kommt nicht ran. Ah. Nee, Maxi. Ah, ich glaube, trifft ihn schon, aber ja. Es ist zu spät. Dann muss er schneller Entscheidungen treffen. Aber es hat weder. Oh, und Philipp wieder super. Super antizipiert. Was macht er jetzt? Schiedsrichterin macht nichts, schießt dann raus. Ich glaube, der steht auf dem Fuß. Jetzt Achtung, da steht er drauf. Ja. Ja, aber muss er, wenn er einen Freistoß will, muss er vorher fallen. Also muss er früher fallen, nicht erst so spät. Aber er steht auf dem Fuß. Guck, da. Zeig. Ja, das ist. Boah, die steht aber richtig gut, das hätte sie sehen müssen. Muss man ganz ehrlich sagen. Also das, was der Maxi vorhin zu viel aus dem Freistoß macht, macht er jetzt zu wenig. Ja. Aber ich meine, unsere Freistöße momentan aus den Positionen. Ja, jetzt Eitelwein kommt rein für Maxi. So. Maxi muss raus. Da sehen wir noch das 1-0 von Maximal Emilian Geber. Das ist der, wo da gerade liegt. Ja, jetzt der 1-1. Ausgleich. Ja. Auch schön, ne? Nee, ja, das ist David weg. Wir haben es gerade auf dem Schirm. Ja. Das, die auch, die sehen das auch. Jetzt mal gucken, ich hab eben in der Halbzeit mit dem Schiedsrichter kurz oder mit dem Linienrichter gesprochen. Jetzt mal gucken, ob der Bella vielleicht vorne, unsere 7 im Upside steht. Bei dem, jetzt schau mal. Ah, guck, bei dem Schuss könnte sein, dass er vielleicht... Könnte knapp im Upside gewesen sein. Ja. Aber dann ist das wieder eine neue Spielsituation. Nee, eigentlich. Ne? Ja, der Ball verlässt. Ja, gut. Ja. Auf der anderen Seite pfeift uns das eine auch weg. Ach du, wir nehmen das einfach mal mit. Eben. So, dann wieder Bellanabe. Eigentor. Und Eigentor. Erzwungenes Eigentor, muss man sagen. So, Maximilian Gebert geht erstmal vom Platz. Mal gucken. Wird nochmal behandelt. Also wie der läuft, kommt der heute auch nicht mehr. Nee, es wechselt schon. Eitelwein für Gebert. Auch nochmal ordentlich Tempo. Yannick auch ein super Junge. 18 Jahre alt, kam aus Hoffenheim. Ja, fein. Wahnsinn. Also Abschluss des Muss man sagen, also, der Umbruch bei Neckarsulm bis jetzt zieht's. Also war ja jetzt kein Riesenumbruch, aber ein bisschen. Wir haben uns in der Breite nochmal verstärkt. Also wir haben richtig gute Jungs dazu bekommen.
Oh, jetzt, Achtung, unnötiger Ballverlust. Oh, stark, Steven. Ja, wieder. Da, Steven, den sieht man eigentlich nie grätschen, aber das wenn's war der Wahnsinn. Ja. Jetzt David. Konter. Also, Eitelwein. Dass Steven mal grätscht. Das, oh, je, je. Das ist interessant hier. Fallenspiele sind die Richtung, wo die meisten Roten standen. Ja, ja. In der andere Richtung waren gar nicht so viele. Nach vorne, wir hatten gerade eine gute Kontersituation, einen guten Ansatz eigentlich. Aber. Na, Yannick. Gute 10 Minuten oder eigentlich eine Viertelstunde mit Nachspielzeit. Ja, alles wieder gut. Sag mal, jetzt. Ein bisschen Unsicherheit haben wir da hinten jetzt schon, wenn wir ja. Die erste Halbzeit dagegen sind. Oh, glaub, wieder geklärt. Ja, wir haben gerade so ein bisschen Probleme da. Er ist mehr Fighter hinten. Ist nämlich so das Spielerische in der ersten Halbzeit. Man kämpft mehr, man haut die Bälle mehr weg, man kommt ein bisschen mehr unter Druck, ohne dass Ilzhofen eigentlich wirklich Druck macht. Also genau. Den erkennt schon nicht wirklich. Wir machen uns selber gerade ein bisschen schwer, dass wir unsauber sind einfach. Kopfball, muss man sagen, im Strafraum sind sie überlegen. Ja. Jetzt ja nicht. Da ja, ist jetzt Tempo. Jetzt Pascal. Jetzt mal schauen, wer geht in der Mitte mit. Ja, ist egal. Okay. Einwurf. Nur durchschnaufen. Ja. Ja, Mittwoch habt ihr es gut, müsst ihr nicht weit fahren. Ja, trotzdem. Aber harter Gegner. Muss überlegen, trotzdem. Auch einer von den Top-Favoriten? Ja. Also, wenn Freiberg, man sieht, was Kickers, die. Wen haben wir da eigentlich? Freiberg, Kickers? Bissingen gehört wieder dazu. Was war mit Reutling? Die stürzen gerade komplett ab. Reutlingen ist ja auch im Umbruch. Also, ich glaube, die hatten gegen uns einen Altersdurchschnitt von 22. Boah, jetzt vielleicht. Rückraum. Ah, schade. Schade. Schön vom Torwart, dass wir den auch mal erwähnen. Jonas Wies im Tor des TSV Ilzhofen, gerade mit einer super Aktion, muss man sagen. Ja. War jetzt keine Parade, aber nee, super gut. Aktion, weil Winkel verkürzt. Ja, wenn der reinkommt in die Mitte, dann brennt es da hinten. Und vor allem ist er dann nicht mehr da. Genau, das Tor ist leer. Ja, nochmal zu den Favoriten. Reutlingen, wie gesagt, im Umbruch komplett. Du hast Kickers, du hast Freiberg. Göppingen muss man auf dem Schirm haben. Ja, weil Göppingen läuft heute auch. Ja, aber trotzdem, dann hast du Bissingen. Deswegen sage ich, weißt du, die Großen lassen gerade hier und da Federn und ja. Kommen noch nicht in die Saison vielleicht. Aber ja. Die ist trotzdem lang genug, die Saison. Ja, ja. Aber wie gesagt, die Punkte, wo du am Anfang hast, die hast. Die hast natürlich. Nimmt keiner, da sind wir jetzt auch froh drüber, dass wir jetzt schon 7 haben. Vielleicht heute nach dem Spiel 10. Immer noch 10 Minuten gucken, was passiert. Ich mache mir da relativ wenig Sorgen, weil eigentlich von Ilzhofen nicht der Druck kommt, den ich eigentlich erwartet habe. Eckball. Ja. Hm. Ja. Sie guckt raus, der Ball ist noch drin. Nee, war aus. Janik, da sieht man, Janik schaltet jetzt ab und dann. Ja. Mario macht auch nochmal klare Ansage, da hinten ist einfach zu wenig gerade. Und da hat er recht. Ja. Also wir können auf jeden Fall zufrieden mit der ersten Halbzeit sein. Aber zweite Halbzeit müssen wir. Klar. Ja, du bist 3-1 vorne. Aber trotzdem, es ist. Man sieht wieder, wir sind. Aber auch da wieder, jeder Kopfball im Strafraum. Heute sind wir anfällig bei Standards. Heute verteidigen wir es nicht gut. Ich glaube, in Nöttingen vor 2,5 Wochen haben wir gefühlt 24 Ecken gegen uns und haben alles wegverteidigt und selber nach einer Ecke getroffen. Ja. Nee, das ist halt nicht wirklich so. Also da die Kopfballhoheit ganz klar bei Ilzhofen. Jetzt kommt noch Marc Megerle. Ja. Noch ein bisschen Sicherheit, auch Kopfballspieler hinten nochmal rein. Vielleicht auch. So, jetzt mal außen geht Pascal Pander. Der kommt ein bisschen geholpert, schade. Nächste Möglichkeit, zumindest mal wieder ein Schuss Richtung Tor, muss man sagen. Und ich glaube, der erste von Pascal Pander ist in dem Spiel, seit er da ist, der 60. Ja. Und dann gleich wieder so ein Fehler im Aufbauspiel von Ilzhofen. Der Ball wieder bei Neckarsulm. Das reicht schon. Einer löst von uns aus, Philipp. Und dann werden die auch unsauber. Ja. Ja, aber das war wieder so ein Unforced Error. Weißt du, das ist unnötig. Passieren, einfach, ne? Genau. Oh, was machen die da hinten? Ne? Ich weiß auch nicht. Aus. Zack. Das ist ja nur Einwurf für
Ilzhofen, sieht man einfach nur passend aus. Ja. Ja. Nur da jetzt schönes Pressing. Und wie gesagt, mit Pressing können die auch nicht umgehen. Ja, ich meine trotzdem, aber von da hinten ist es durchkommt, ist klar. Genau, und von hinten, von der Grundlinie einen Ball hinter unsere Abwehr zu schlagen, ist dann noch ein bisschen, doch ein bisschen unrealistisch. Weil so weit schlägt, glaube ich, keiner. Was soll ich sagen? Irgendwie Ausgänge wegen so, ja, Abstände. Das auch, ja, dass die 70 Leute, wo hier sind, ja, sich beim Rausgehen natürlich nicht. Wir sind sogar gar nicht so wenig, was unter dem Platz verteilt sieht. Ja. Ist ordentlich. Ist es nicht ganz so wie in Dresden, wo ja halt 12.000 Leute hingehen dürfen. Ja. Aber besser wie manche andere Stadien. Ich krieg da die Krise, wenn ich sowas sehe. Ohne Zuschauer ist. Ja, nee, erstmal ist ohne Zuschauer ist kein Fußball. Das zweite ist, warum darf da 300 und darf 12.000? Ja, haben wir eine Regierung oder haben wir gar keine? Ich glaube, wir weiß haben es nicht. Gar keine. Das Thema ist sowieso für mich ein Rätsel. Und also wenn du hier Zuschauer haben willst, muss ich Roland Kaiser holen. Weißt du, die meisten, die Kaiser noch kennen, sind ja mittlerweile nicht mehr am Leben, aber. Ja, Gotto raus hinten. Nägele rein. Marco wahrscheinlich auf rechts jetzt. Hast der dafür 5.000 Leute spielen? Ja, warum? Ja, ich glaube jetzt. Oh, was macht man? Ja, das Ganze, die ganze Geschichte, Corona, Zuschauer, zulässig, nicht zulässig, wie viel Prozent Auslastung und ach, das ist alles. Ja, es ich habe es irgendwann aufgegeben da. Nee, darf schon, nicht regst du Besuch. Eben. Und ich hab mal Grundstück in Kanada anguckt. Kanada ist schön, ja. Ja, ich will dahin. Komm mal schön. Kein Witz. Würde ich direkt mitkommen. Ja. Hast deine Ruhe, kannst entspannt angeln gehen auf dem See. Eigener Atlantikstrand. Naja, jetzt Achtung, Daniel Schmelzler, so, gefährlich. Mal, Schmelzler, kann der was? Ja. Nee. Na, normalerweise schon. Ja, du, wenn der vorbeigeht, wird er nicht ungefährlich. Na, der Nachschuss war richtig gut. Auch mal wieder eine Möglichkeit für Ilzhofen nach dieser Standard. Nach Standards waren sie bis jetzt immer stark. Muss man sagen. Da sind sie gefährlich. Ja. So, da unten ist David. Gutes Spiel von ihm, muss ich sagen. Nicht so viel auf offensive Aktionen wie gegen Reutlingen noch oder gegen Sandhausen, aber ja, ich meine. Nee, war ja nicht nötig. Alles in Ordnung. Wenn andere die Tore machen, was willst du davon herumfurchten? Ne? Ja. Ja. 4 Minuten kriegen wir auch noch rum. Ja. 8 Meter Nachspielzeit. Jetzt 4 Minuten wird sie nachspielen lassen. Meinst du so lang? Das ist so Standardwort, komischerweise. Nicht. Ich meine, normal. Ich weiß nicht warum, also egal ob was passiert oder nicht, die machen immer irgendwie 4 Minuten, das ist so ein komisches Standardwort. Ich glaube, letzte Woche in Sandhausen hatten wir 2. Wie meinst du das? 2 Minuten nur. Gut. Also, aus. Sag mal, der war das mal da. Sonja Reißler. Bin mal gespannt, demnächst kriegen wir die Info von ihr. Co-Trainer sagt auch nochmal, lang und hoch, oder was war das für ein Zeichen? Ich hab's nicht gesehen. Wahrscheinlich überspielen irgendwie, dass wir nicht die Chipbälle irgendwie, dass sie nicht zu weit vorne runterkommen, sondern einfach dahinter wieder laufen. Hey, ich hab gedacht, du kennst die Zeichen. Ja, ich kann mir nur das vorstellen, dass er das gemeint hat, dass wir wieder hinten reinlaufen sollen, die Bälle hinter die Kette spielen sollen. Oh, das war, der war klar für Ilzhofen. Ich hab's nicht gesehen, Kameramann stand im Weg. Ja, sei froh. Nee, ich ja. So, noch ein bisschen hinten. Nee, so langsam ist das Ding auch in trockene Tücher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch wirklich was von Ilzhofen kommt. Naja, außer wenn wir nicht einen ganz groben Schnitzer rein. Außer wir haben noch eine Idee, aber. Ja. Müller. Ja. Ja, super. Jetzt spielen. Sehr schön. Doppelpass. So, jetzt mal sehen. 10 gegen 30. Einwurf Neckesulm. Ja, clever. Zeit. Guck mal, jetzt müsste sie den Eingestand nehmen, da auch noch ein bisschen. Ja, die achte ein bisschen Luft. Schiedsrichterin hat gerade auf die Uhr geschaut. Ja, normalerweise. Vielleicht 2-3 Minuten. Das Spiel ist eigentlich durch. Gibt eigentlich keinen. Außer Maxi seine Verletzung. Die Unterbrechung kurz, aber. Nee, das heißt immer für jedes Tor eine Minute, da hat man ja keins.
In der zweiten Halbzeit. In der zweiten nicht, ne? Aber ich glaube, 6 Wechsel. Ja. Mal gucken. Genau das hat er gemeint. Wieder hinten so reinlaufen. Ja, und jetzt rüber auf. Oh, gut verteidigt. Schade. Und da war Yannick Eitelwein in der Mitte. Ja, ich glaube, er hatte zwei Gedanken. Ja. Selbst schießen oder irgendwie quer. Hat dann einen Tick zu lang gebraucht. Aber genau das hat er, glaube ich, gemeint, der Nikolai. Wieder hinter die Kette und dann sieht man ja, wurde eigentlich direkt gefährlich. So, jetzt haben wir hier kurz, mittellang, kurz. Oh, jetzt spielen sie aber. Auch wieder clever. Holzzeit-Ding raus, genau das ist. Ja. Sehen wir ja auch nochmal, zack, hinter der Kabine, aber. Nee, das ist jetzt locker runterspielen. Ja. Gucken, dass da nichts mehr anbrennt. Den Ball musst du jetzt auch nicht reinschlagen, bleib außen. Ja. Ich schaue, guck mal, zwei Leute im 16er, ja. Mehr nicht. Also genau. Den. Schön. Hast du ihn wieder sieht. Schön. Oh, schade, rutscht da aus hier. Claudio Bellanave, sonst wäre das nochmal eine richtig gute Möglichkeit geworden. Und Ilshofen macht schnell, die haben ja noch nicht aufgegeben. Kleider Ball raus und Möglichkeit zum Konter. Zwei Minuten haben wir Nachspielzeit. Tatsächlich nur zwei, das finde ich toll. Und sehr gut, Mario. Und das ist deiner noch. Nochmal. Ja. Super. Und das nicht nur wegschlagen, sondern auch noch aufgebautes Spiel. Was willst du mehr? Also richtig gutes Spiel heute von der Neckarsulmer Sportunion. Auch über beide Halbzeiten, muss ich sagen. Wenn dann nicht die erste ein bisschen überragender war, aber auch was sie in der zweiten gemacht haben, ja. In der Verteidigung, im Rückwärtsgang. Was haben sie denn zugelassen? Ein, zwei Dinger? Eigentlich nur die Kopfbälle. Nur die Standards. Ja, und die waren eigentlich auch nicht wirklich. Also und wenn wir halt mal unsauber waren im Rausspielen, dann... Ja, war Achtung. Immer noch jemand da, der geklärt hat. Glotzi bleibt oben. So, aber auch da hier das... Ah, Steven. 2 gegen 1, sicher. Ja, Steven hat hier schon abgedeckt, wo ja, aber das geht. Ist wieder... Das war jetzt wieder ein bisschen... Wir haben keinen Anschluss, dann müssen wir wieder schneller in die Ordnung kommen. Vor allem hast du in der Mitte den 17er. Ah, und jetzt haben wir auch mal was von Marcel Susser. Der Torwartball. Und ja, den hat er auch schön und herrlich festgehalten. Ja. So. Also den musste weder fausten noch sonst schön, das konnte er schön festhalten. Aber schön, dass er sich jetzt hier in der 92. auch noch ein bisschen auszeichnen konnte. Halt. Mario, wieder siehst du. Ganz das locker, Geschwindigkeit genau rausgestellt. Ja, ja, das ist das was wertvoll macht. Ja. Und das sage ich ja, unauffällig. Ja. Der kommt jetzt im Spielbericht nicht vor, aber was daraus ergibt. So, 10 Sekunden haben wir noch. Schauen wir mal, wie pünktlich das macht. Lauf durch. Jetzt. Ah, da hat er sich zu weit vorgelegt. Ja. Ah, gut hinterher wieder. Ah, können wir abpfeifen jetzt, ne? Ja. Sind wir schon in der Nachspielzeit. Foul nochmal. Foul, ja. Gegen Lukas Lindner. Dann pfeifst du ab. Ja. Das war der Torschütze zum 1:1. Schöner Kopfball von ihm. Boah, wir pennen wir. Und Susser. Sehr gute Möglichkeit nochmal für den TSV Ilshofen. Schauen wir uns gleich nochmal an. Ja. Ja, und in der Nachspielzeit muss Susser hier schon das zweite Mal ran. Ja. Aber wie du gesagt hast, das war... Den haben wir vergessen gehabt, da, gell? Ja. Der stand da einfach mal rum. Alle nur weggeguckt, nicht auf den Ball. Keiner steht vor dem Ball. Nochmal ein Eckball. Susser. Reicht schon. Aber Fingerspitze. Ja. Jawohl, 3:1. Und das war's mit 3:1. Schlägt die Neckarsulmer Sportunion den TSV Ilshofen. Und ja, mittlerweile 4 Punkte. 4 Punkte. Mittlerweile 10 Punkte nach wie vielen Spielen? Nach 5. 5 Spielen. Genau. Super Start. Ich bedanke mich bei Robin Neupert und guck mal, ob wir wen sollen wir interviewen. Sag mal was. Soll ich was sagen? Also, mal gucken, wen wir da. Ich glaube. Den können wir heute nehmen. Haben wir gehabt, Maxi Gebert, Maxi vielleicht, Gebert, der ist ein ehemaliger Ilshofener. Wir zwei sind es hier, die hier durch das Spiel gebracht haben. Ansonsten, wen könnten wir noch nehmen? Ja, Maxi Gebert, den kriegen wir Maxi Gebert kriegen wir. Es gibt so ein paar Kandidaten, die nicht gerne vor die Kamera gehen. Ich weiß, habe ich immer.
Bin dafür gibt es andere, die kommen immer. Ja, ja. So. Ich denke mal Maxi, ja. Ich guck mal nach Maxi. Ja. Alles klar, Robin, bedanke mich bei dir. Gerne, hat Spaß gerne. Gemacht. Wie gesagt, ja. Demnächst schauen wir mal, wann du wieder kannst. Wenn gucken nicht, wir mal, ja. Immer wieder gerne hier, aber ich habe auch gehört, Pascal Marche mag mal vorbeikommen. Martin Hess zum Beispiel auch sehr interessant. Ja, da kommen sie alle, die Neckarsulmer wieder. 10 Punkte bei dem Start sind sie alle wieder da. Ja, also... Alles klar, ich beeile mich mal, weil sonst ist es wie das letzte Mal, da war dann auf einmal der alle Trainer weg. Von, wer war das, von Reutling. Ja, der hat mich stehen gelassen, der hat keinen Bock gehabt. Also, bis gleich. Kann ich auch verstehen. Das Endergebnis aus Füdingen gegen die Stuttgarter Kickers lautet 1:1. Und die SV Linz hat gegen Reutlingen 2:2 gespielt. Jetzt schauen wir mal, wir haben Claudio, wir haben das hier so richtig Covid-19-mäßig auf. Ja Claudio, heute auch wieder 3:1 Sieg gegen TSV Ilfhofen. Erzähl was zum Spiel, wie hast du es gesehen? Ja, ich glaube, wir waren ganz gut eingestellt auf den Gegner und haben das dann versucht umzusetzen, die Vorgabe vom Trainer zu erfüllen und 3 Tore in der ersten Halbzeit, ich glaube, das spricht für sich. Wollte ich gerade sagen, die erste Halbzeit richtig geschwind durchgestürmt, 3:1 in die Halbzeit gegangen. Zweite Halbzeit ein bisschen zurückfahren und auf Ergebnis sichern gegangen oder wie war die Marschrichtung? Ja, Ilzhofer hat dann das System umgestellt, die sind dann von der 5er auf eine 4er Kette und ich glaube, das hat uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja, es wurde jetzt nicht zwingend gefährlich, fand ich, also wir haben es trotzdem im Griff gehabt, aber... So richtige Torschuss, ja. Jetzt in der Nachspielzeit durfte Marcel Sousa sich zweimal auszeichnen. Genau, müssen. Ja. Aber nee, wir haben dann schon einen Gang zurückgeschaltet, was aber nicht eigentlich unsere Vorgabe war, sondern wir wollten schon weiter Gas geben, aber es passiert mal.
10 Punkte nach 5 Spielen. Ich glaube, hätten wir am Anfang der Saison zu euch gesagt, dass das so wäre, hätte er gesagt, oh Hammer, jetzt sind sie da. Wo geht es jetzt hin? Wie ist die Mache? Ändert sich da irgendwas oder ist einfach nur, ey, es geht genauso weiter, nur eben schöneres Training, schönere Zeit zwischen den Tagen, oder? Nee, die 10 Punkte, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Das war ganz wichtig für den Start. Hätte eigentlich keiner von uns gedacht nach dem ersten Spiel gegen Bruchsal, nach der Niederlage, ja. Dass wir uns dann so aufraffen und auch Mannschaften wie Nöttingen oder Reutlingen hier Paroli bieten, das spricht schon für uns und soll natürlich so weitergehen. Mittwoch, SGV Freiberg, kommt jetzt so ein richtig dicker Brocken, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein richtiges Hammerspiel. Aber für sowas spielen wir Fußball. Für sowas trainieren wir jede Woche, dass wir bei so einem Spiel dann auch vielleicht Nadelstiche setzen können. Sind mit Kickers auf jeden Fall die stärkste Mannschaft in der Liga. Alles klar, danke dir. Geh noch ein bisschen feiern. Da hinten ist gut was los. Dankeschön. So, und ich guck mal, ob man da irgendwann, wie hat er jetzt wieder geheißen? Ich habe den Namen wieder vergessen, aber ich kriege ihn gleich wieder. Haben wir geschenkt, da ist der Ingo. Wie heißt der Trainer? Habt ihr gehört? Wie heißt der Trainer jetzt wieder? Julian Metzger. Julian Metzger, wo ist er? Mit einem langen, hohen, schwarzen T-Shirt. Wie viele Punkte sind die jetzt? 4. Was? Ja, ich bin dabei. Hey! Trainer. Du? Servus. Hast du geschwind? Vorne ist Mikro. Ich hab da so Covid-19-Scheiße gekommen. Nee, da ist's. So, jetzt sind wir da, Julian Metzger. Ja, Julian, 3:1 stand schon zur Pause. Wo war der Knackpunkt? Was lief am Anfang nicht ganz so, wie du es vorgestellt hast, dass die Tore gefallen sind? Ja, also Sie sprechen es an, das war genau der Knackpunkt direkt zu Beginn. Wenn man zur Pause schon 3:1 hinten liegt, ist es natürlich eine Hypothek irgendwo. Wir sind einfach nicht gut genug ins Spiel gekommen. Wir hatten immer wieder Probleme bei den langen Bällen, die Neckarsulm auch sehr, sehr gut gespielt hat und auch verdientermaßen zur Pause in Führung liegt. Haben uns vorgenommen, aus der Pause anders rauszukommen. Das ist uns, glaube ich, auch gelungen, aber ohne die ganz klaren Torchancen zu erspielen. Und dann wird es natürlich schwierig hinten raus. Gerade, wir haben uns so die Gedanken gemacht, dass ihr ja auch nicht, wie Neckarsulm eigentlich auch, nicht unbedingt in der Lage seid, das Spiel zu machen. Dann aus einer 3:1 zu sagen, hey, bedingungslos, wir spielen jetzt unser Spiel. Hab dann viele, viele kleine Abwehrspieler gemacht, auch Unforced Errors so auf die Art. Zweite Halbzeit trotzdem relativ zufrieden gewesen oder hast mehr Druck erwartet? Nicht zufrieden kannst du jetzt sein, aber... Genau, also zufrieden können wir auf keinen Fall sein, weil wir halt eben... Ja, es lange Zeit auch nicht geschafft haben, uns klare Chancen nach der Pause zu erspielen. Wir hatten dann schon deutlich mehr Spielanteile. Neckarsulm so ein bisschen hinten reingedrängt. Aber natürlich müssen da mehr klare Torchancen dabei rumkommen. 4 Punkte jetzt nach 5 Spieltagen. Wo geht der Weg hin? 3 Punkte. 3 Punkte erst. Oh. Es war von Anfang an klar, dass es eine sehr herausfordernde Saison wird. Und von daher, wir schauen gerade von Spiel zu Spiel und versuchen einfach mehr denn je zu punkten. Wie weh hat es getan, der erste Spieltag in Pforzheim? Ich habe das Spiel irgendwann gesehen, 92. und 94. Minute ist da noch ein bisschen, wie kriegt man das raus? Nee, also muss ich sagen, ja, es hat sehr, sehr weh getan zu dem Zeitpunkt, hat aber bei uns nichts hinterlassen, weil wir da trotzdem mit breiter Brust rausgegangen sind, weil wir eben über 90 Minuten wirklich sehr, sehr gut am Start waren und das wollten wir dann mitnehmen und ist uns an sich auch gelungen, aber es ist halt jedes Spiel auf Augenhöhe irgendwo 50-50, dann müssen wir halt schauen, dass es öfter in unsere Richtung läuft. Alles klar, ich danke dir recht herzlich und wünsche dir eine erfolgreiche Saison. Dankeschön. Dankeschön, macht's gut.